herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir machen ja ganz schön viel Comic-Kram und für gewöhnlich bin ich ja gerade über den Sommer über auf diesen ganzen Comic-Veranstaltungen unterwegs. Und jetzt hat es uns ja alle quasi weggeflasht, was da alles ausgefallen ist. Wir warten eigentlich auch täglich auf die offizielle Absage vom Internationalen Comic-Salon in Erlangen. Alle Veranstaltungen sind letztlich gerade erstmal auf Eis gelegt und auch verschiebende Termine, also Termine, die jetzt im Herbst anstehen, sind erst einmal nicht klar, ob sie so in der Form stattfinden werden. Spätestens seitdem die Buchmesse in Leipzig abgesagt worden ist, ist da wirklich viel auf dem, sag ich mal, deutschen Comic-Markt passiert. Viele sind auch wirklich völlig überrascht worden, absolut unvorbereitet. Und da gab es jemanden, der hat vor kurzem im Internet da draußen auf Twitch einen Stream gehalten. Und zwar in Zusammenhang mit einer Veranstaltung namens MangaCon. Die MangaCon, was das genau ist, darauf werden wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen. Aber er ist Veranstalter eben einer dieser neuen Comic-Online-Messen, die es gibt. Und da wird eine ganze Menge gemacht. Unter anderem hat er auch, wie gesagt, einen tollen Stream gemacht. Er ist mir auf jeden Fall deswegen spätestens aufgefallen und er ist auch ein, also wir haben einen gemeinsamen Bekannten, nämlich den Thomas Dräger. Der hat mich irgendwann mal auf ihn hingewiesen. Er hat gemeint, hier, den musst du mal anquatschen, der ist gut vernetzt, der kann dir bestimmt helfen, wenn du irgendwo Leute kennenlernen willst. Es ist mir eine wahre Freude, ihn heute begrüßen zu können. Hi Miguel. Hallo. Guten Tag. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, du bist ja auch unterwegs als Comiczeichner Milos, richtig? Genau, richtig. Als Comiczeichner Milos, ich nenne mich immer Milos, viele nennen mich auch Milos oder irgendwie anders. Aber ja, ich bin als Comiczeichner Milos unterwegs. Und ich kann ja paar Sachen zu mir sagen, vielleicht kennen mich ja paar Leute nicht. Also, ich bin 1976 geboren, aber ich zeichne schon seit immer Comics, seit ich ein kleiner Junge bin. Und ich habe von Anfang an schon Comics selbst verlegt, meine ersten Comics, wie jeder andere Comiczeichner auch, Fotokopiergeschäft und so weiter. Und irgendwann bin ich bei der Edition 52 gelandet. Dort habe ich mein allererstes Comic rausgebracht, das war Dunkles Kind. Daraufhin folgten Horror-Comics, mit denen es damals gut gelaufen ist. Mhm. Und später habe ich gemerkt, mit Comics kann man nicht Geld verdienen, davon kann ich nicht leben. Und habe angefangen, kommerzielle Comics zu machen. Und dann kamen Aufträge von großen Unternehmen, wo ich wirklich für Wacom, Bayer AG, Targo Bank, Iglo und so weiter Comics gemacht habe. Die wurden gut bezahlt und es sind auch ganz andere Auflagen. Also wenn man wirklich einen Comic für Iglo macht, dann hat man eine Auflage von 20.000 bis nach oben. Das ist schon ein ganz anderes Spektrum als der normale Comicverlag. Mhm. Und daraufhin haben sich andere Sachen ergeben, weil ich bin auch ins Filmgeschäft reingerutscht. Und da habe ich Animationsvideos und Musikvideos gemacht für bekannte Popsänger und Rapstars. Und jetzt bin ich bei einer chinesischen Firma gelandet. Und für mich ist es auch super interessant, weil ich bei dieser chinesischen Firma schon früh mit dem Coronavirus in Kontakt getreten bin. Mhm. Und musste mich schon früh darauf vorbereiten. Und heute arbeite ich in diesem Filmbereich und in diesem Comicbereich, aber alles meistens in diesem kommerziellen Bereich. Und zwischendurch arbeite ich als Berater und als Künstlerbetreuer für alle möglichen Comic-Messen. Angefangen von der Comic-Con bis jetzt zur CCXP und ganz eng arbeite ich mit die Events. Die machen so kleine Messen überall hier in Deutschland, Bremen, Düsseldorf und so weiter. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Hintergrundwissen und Organisationswissen, wie man eigentlich Messen auf die Beine bringt. Und das ist eigentlich so mein Hintergrund im Moment. Aber das ist toll, dass du die ganzen Namen der verschiedenen Veranstaltungen jetzt mal kurz erwähnt hattest. Vielleicht kannst du es mal kurz zusammenfassen und ich könnte mir vorstellen, dass dein Eindruck da vielleicht auch nicht ganz objektiv ist. Wie ist denn so, bevor Corona, dein Eindruck gewesen von der Vielzahl der Veranstaltungen in Deutschland? Was hat dir denn besonders gut gefallen? Wie, vielleicht hast du auch gerade jetzt den Eintritt der Veranstalter von der CCXP auf den deutschen Messenmarkt, wenn man so will. Wie beurteilst du das? Wie hast du einfach den Gesamtmessen-Veranstaltungskonmarkt so gesehen? Ich muss erst dazu sagen, dass ich zum Beispiel bei allen Comic-Cons war ich immer von Anfang an als Berater tätig, also sogar für Dortmund, also für die German Comic-Con. Richtig. Und dann für die Messen in Stuttgart, mit der oder Tomeus habe ich da als Berater angefangen zu arbeiten. Da war ich als Künstlerberater auch in den ersten Comic-Cons war ich da auch tätig. Und irgendwann natürlich bin ich durch das Köln Comic-Haus, denn ich bin Kurator der Stiftung vom Köln Comic House hier in Köln, ist natürlich die CCXP auf uns zugetreten und dann habe ich jetzt auch angefangen, da ein bisschen mitzuhelfen und bin in sehr engen Kontakt mit der CCXP. Natürlich ist bei mir alles
nicht objektiv und natürlich habe ich meine Meinung über bestimmte Messen, weil ich habe meine eigene Erfahrung mit bestimmten Leuten gemacht. Mhm. Und aber ich weiß, wie schwierig das ist, so eine Messe auf die Beine zu bringen. Und auch für die Leute in Dortmund, die Leute in Stuttgart, auch die kleinen Messen. Es gibt ja auch noch die ganzen Italiener, die mit Epicons hier rübergekommen sind. Da gibt es die Vienna Con. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Comic-Con, weil die ist eigentlich von den Amerikanern wirklich ins Leben gerufen worden, ein bisschen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, welche Sachen man beachten muss, was organisatorisch, was das für eine Arbeit ist. Und ich weiß, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren auf bestimmten Messen und warum die auf anderen Messen besser funktionieren. Und jeder hat so seine Stärken, seine Schwächen. Und ich finde allgemein, dass es gut ist, dass es so viele Messen gibt. Mhm. Es wird immer schwierig, wenn diese Messen parallel laufen. Aber das kann auch keiner kann das auch richtig organisieren, weil diese Veranstalter, die müssen meistens auch diese Hallen meistens sogar in Jahresrhythmus planen, gucken, wann sind da freie Plätze und wenn jetzt plötzlich das auf eine andere Messe, auf einen Termin fällt, wo die andere Messe stattfindet, das kann man meistens auch gar nicht kontrollieren. Ja, viele spannende Punkte dabei und ich habe den Eindruck, als wären da wirklich das ein oder andere Bier und private Gespräche nötig, um das vielleicht im Detail zu besprechen. Ja, natürlich. Da freue ich mich sehr und ich bin mir sicher, dass wir das auch irgendwann mal geballert bekommen, da uns mal gemeinsam auch zu treffen. Das wäre mir persönlich doch eine wahre Freude. Sahst du eigentlich irgendeine Konkurrenzsituation, insbesondere jetzt hier auch zu den von dir genannten Veranstaltungen, zu Erlangen und zu München, dem Comic-Festival? Ich denke mal, Erlangen muss sich keine Sorgen machen. Das ist so, die alten Comic-Veranstalter, also die Leute von Comic Salon Erlangen, die ganzen kleinen Comic-Veranstalter wie von der Intercomic hier in Köln und noch alle anderen, die es noch so gibt und auch das Comic-Festival in München. Ich verstehe, dass sie Angst und negative Gefühle hatten, als diese ganzen Comic-Cons auftauchten. Aber ich glaube, viele von diesen Veranstaltern haben jetzt mitbekommen, die laufen auf einer ganz anderen Schiene. Dieser kulturelle Comic-Teil, den gibt es meistens auf Comic-Cons gar nicht. Also bestimmte Ausstellungen, Comic-Förderung, die gibt es nicht so, wie man sie im Comics in Erlangen oder auf dem Comic-Festival München kennenlernt oder in Aachen auch. Die Comiade, die ist auch super. Das ist für mich im Moment meine Lieblings-Comic-Messe in Aachen. Dabei mache ich auch gar nichts für diese Messe. Ich arbeite nicht dran. Ich gehe nicht mal als Zeichner hin. Ich war mal einmal oder zweimal war ich mal da. Aber vom Flair ist das so im Moment so, oh ja, hier sind wirklich Comic-Zeichner unter sich, so solidarisch, freundlich, Atmosphäre super schön. Auch die Location ist wunderschön. Und auch nicht zu groß und auch nicht zu klein. Also für mich ist das so, die Comic-Jahre ist so für mich das Top-Comic-Ereignis im Moment. Aber ich glaube, das hat sich beruhigt. Es gibt viele Comic-Cons jetzt und viele Comic-Veranstaltungen, kulturelle Comic-Veranstaltungen. Das hat sich so gelegt. Jeder macht so im Moment sein Ding. Es tauchen unglaublich viele neue Ausstellungsmöglichkeiten oder Leute, die mitmischen. In Dortmund gibt es jetzt direkt am Bahnhof so eine Art Comic-Museum. Die machen jetzt auch regelmäßig ein neues Programm. Hier in Köln, das Literaturhaus, hat sich auch gedacht, okay, wie bringen wir junge Leute ins Literaturhaus? Okay, machen wir Comic-Veranstaltungen. Das Bilderbuchmuseum Troisdorf hat auch Comic-Workshops. Und das passiert gerade überall. Jede Stadt und jeder entdeckt irgendwie das Medium Comic und dass man damit Leute, junge Leute auch irgendwie anlocken kann. Und es passiert alles parallel, aber nicht wirklich, dass sich Leute irgendwie so Steine in den Weg legen. Jeder macht so sein Ding und hat so seinen Plan, seine Mission und so seine Ziele und es funktioniert im Moment. Im Moment funktioniert es, genau. Man trifft dann ja auch immer ähnliche Gesichter. Du hast jetzt glücklicherweise die Comiciade angesprochen. Der Alex, einer der Veranstalter von der Comiciade, hatte mich dann auch angeschrieben. Also wir hatten Kontakt und mich eingeladen. Ich hätte da durchaus Moderationen und Panels und was nicht alles gehabt, aber da ist jetzt eben alles flach gefallen. Es gibt einen neuen Termin, von dem ich gespannt bin, ob in der Form stattfinden wird. Der wird zum Beispiel parallel stattfinden zum Comicpark in Erfurt. Der hat ja jetzt auch verschoben. Genau. Da werde ich morgen übrigens ein Gespräch führen mit dem Veranstalter hier und weil er eben gleichzeitig ja auch Comic-Ladenbesitzer ist. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Ich habe morgen 4 Comic-Läden-Besitzer in der Leitung und
quatsch mit denen mal über die aktuelle Situation. Wird ganz spannend. Und jetzt hast du natürlich, so wie es hier das Impressum verrät, dir gedacht, okay, vielleicht müssen wir aufgrund der aktuellen Situation irgendwas ändern. Und jetzt gibt es ja durchaus nicht nur im Comic-Bereich, sondern wirklich in allen Wirtschaftsbereichen aktuell eine ganze Menge Online-Messen, nennen die sich häufig. Da gibt es dann ganz diverse Ansätze, wie das im Einzelfall aussehen kann. Wir haben hier im Comic-Bereich bereits erfolgreich durchgeführt gehabt, die Leipzig vom Ralf Singh, dem Hauptveranstalter. Das war eine tolle Veranstaltung, die sich im Wesentlichen auf Streams auf Twitch beschränkt hat. Und dann hat schon auch die German Comic Con hier irgendetwas angekündigt online. Details weiß ich da noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch die von dir veranstaltete Manga Con. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das eigentlich, wie kam es dazu? Okay, die MangaCon ist eigentlich eine Online-Convention, eine Plattform, wo eigentlich sich Künstler präsentieren können und wo wir versuchen, eigentlich ein Programm stattfinden zu lassen, dass man eigentlich auf echten Conventions erlebt. Wie das Ganze jetzt entstanden ist, es ist eigentlich aus so einer Schnapsidee entstanden. Vor Monaten, auch vor Jahren, kam irgendwie bei Zeichner zum Stammtisch, ne, hat man auch überlegt, wir können doch mal irgendwann mal eine Online-Convention machen und hier und da. Und die Idee war immer da, aber es gab nie einen Grund, die zu machen. Und so eine Online-Convention oder eine allgemein so eine Plattform im Internet ins Leben zu rufen, ist auch mit viel Arbeit und ein bisschen Geld verbunden. Mhm. Und deswegen hat sich nie wirklich jemand gefunden, das umzusetzen, weil auch nie der Bedarf dafür da war. Also warum soll man eine Online-Convention machen, wenn wir jetzt zur Comic-Con gehen können und so weiter. Und das Solidarische, was es in dieser Comic-Welt eigentlich geben sollte, gibt es auch nicht wirklich. Niemand war auch bereit, so sich gegenseitig zu unterstützen, so einer Gruppe, so wir gehen machen jetzt alle zusammen, sondern eine Online-Convention, jeder macht irgendetwas für diese Messe. Jeder wollte so seine eigene Internetplattform haben. Entweder haben die auf Instagram oder Facebook ihre Plattformen und niemand will diese Reichweite teilen. Das ist so ein Ding unter allen Zeichnern, die wollen eigentlich nicht wirklich diese Reichweite teilen, weil sie wissen, wenn sie sie teilen, teilen sie auch ihren finanziellen Erfolg. Und davor haben alle Zeichner im Internet haben Angst. Also wenn jetzt ich einen anderen Zeichner supporte, kann es sein, dass meine Käufer dann seine Bilder kaufen und meine nicht mehr. Und davor haben viele Angst. Und deswegen ist das nie so entstanden gekommen, dass wirklich irgendwann auch so eine Online-Convention stattgefunden hat. Aber jetzt, irgendwann dachte ich mir jetzt auch durch das Coronavirus, hey, das ist jetzt so die Zeit, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit, hänge zu Hause rum. Und wieso mache ich das nicht? Dann habe ich angefangen, was zu basteln. Ich hatte auch die Domain mangacon.de, die hatte ich irgendwann vor Jahren mir gesichert. Und dann fing ich an zu basteln. Da habe ich gesagt, okay, wie mache ich das? Okay, wie kann ich diese Website verschönern? Oh, ich brauche dafür dieses Modul und dieses Modul. Technisch, wie soll ich das machen? Soll ich ein CMS-System auf die Beine stellen? Mhm. Oder soll ich es doch ganz einfach WordPress-mäßig machen? Da habe ich mir gesagt, WordPress, weil ich da am besten damit umgehen kann, dann checke ich die Dinge viel schneller, habe da viel Erfahrung mit, weil ich in diesem Internetbereich auch sehr stark tätig bin. Und dann habe ich mir gesagt, okay, in 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen habe ich das online. Natürlich, das sind immer so Traumvorstellungen, man hat immer so eine Idee, okay, ich nehme alles so, in 4 Tagen habe ich meinen Comic fertig, aber manchmal braucht man doch ein Jahr, um einen Comic fertig zu kriegen. Und dasselbe galt dann noch für die MangaCon. Und als der Tag X irgendwie kam, wo die MangaCon starten sollte, dann war nur 80% von dem ganzen Zeug fertig. Aber es hat funktioniert. Ich habe Zeichner angeschrieben. Ich habe so eine Art Marktplatz ins Leben gerufen, wo Zeichner sich für 5 Euro einen Platz sichern konnten. Und ich habe die ersten 10, 20 Plätze habe ich eigentlich dann verschenkt. Das war auch so eine Aktion, die ich dann gestartet habe, weil ich weiß, viele, viele Zeichner haben auch nicht viel Geld, nicht mal 5 Euro. Und dann wollte ich Zeichner auch eine Möglichkeit geben, so, hey, ihr könnt auch Sachen online stellen. Und dann fing ich an, die Sachen zu vernetzen. Ich habe mal ein bisschen Facebook-Werbung geschaltet, hier dann noch ein bisschen Werbung. Und ich habe Module gekauft. Also wenn man auf mangacon.de geht und sich die Seite anguckt, da sind Module drin oder so Sachen drin, wo ich schon
die auch Geld kosten. Ich habe auch ein ganz simples Spiel, so ein Kartenspiel, auch online. Dafür musste ich zum Beispiel auch Geld bezahlen, um es überhaupt online zu stellen. Und ich habe eigentlich viel mehr Zeit und Geld investiert, als ich da eingekriegt habe. Aber das ist immer so. Ich wollte damit auch kein Geld verdienen. Ich wollte einfach irgendetwas machen. In dieser Zeit, wo alle auch total frustriert sind oder Angst haben, weil niemand weiß, wie es weitergeht. Ich wollte irgendwas machen, um mir selber und auch anderen Leuten zu zeigen, hey, wir sind nicht untätig, wir sind nicht hilflos, wir können das machen. Wir sind da. Also, und ich habe viel Feedback bekommen, auch privates Feedback. Viele haben sich gefreut, viele haben auch darin auch Motivation gefunden, überhaupt weiterzumachen. Es gibt viele Zeichner, die echt gerade in einer so depressiven Phase sind, weil die können ja auch nicht richtig raus, keine Freunde treffen. Und die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Viele konnten nicht mal diese Soforthilfe beantragen, weil sie nicht in der Künstlersozialkasse angemeldet sind und so weiter. Es herrscht ein Chaos überall. Und vielen hilft es, wenn solche Sachen im Internet passieren. Kleinigkeiten. Ich meine, ich sehe die MangaCon nicht als ein großes Ding, sondern es ist wirklich so ein Ding, was wirklich spontan entstanden ist. Am Ende habe ich wirklich alles alleine gemacht. Meine Frau hat mir geholfen. Ja. Ein Kollege hat mir auch geholfen. Andere haben sich angekündigt, ey, ich helfe dir hier, ruf mich an und so weiter. Aber natürlich, keiner hat Zeit. Dann sind manche natürlich krank geworden und hier und da. Und am Ende habe ich alles gemacht. So, ich glaube, 90% habe ich alles gemacht. Zum Glück bin ich da ziemlich gescheit in diesen technischen Sachen. Sonst hätte ich wirklich um Hilfe geschrien. Aber es hat irgendwie funktioniert. Am ersten Tag waren auch über, ich glaube, 3.000 Leute auf der Seite und 5.000, 7.000 Page-Views und so weiter. Und das war für mich mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte, okay, da kommen jetzt 100, 200 Leute irgendwie auf die Seite an dem Tag, wo ich auch dafür Werbung geschaltet habe. Und es wurden mehr, es wurden immer mehr, immer mehr. Das ist auch ein Vorteil, wenn man auch als Erster irgendwas startet und es ankündigt und ein bisschen Werbung macht, dass man wirklich viel mehr die Aufmerksamkeit bekommt. Ich denke, jetzt werden andere, die auch sowas Ähnliches machen, es ein bisschen schwerer haben oder sie investieren so viel Geld in Werbung, Marketing, dass sie wirklich dann viele Leute erreichen. Und ich denke, wenn jetzt so eine Comic-Con, German Comic-Con oder die Dokumi jetzt auch sowas auf die Beine stellt, die können da viel mehr machen als ich. Also ich als Ein-Mann-Armee kann sehr wenig machen und anstatt, dass ich 50 oder 100 Euro Werbung schalten kann, können die vielleicht 1.000 Euro oder 5.000 Euro Werbung schalten. Also das habe ich nicht. Ich habe nicht 1.000 Euro oder 5.000 Euro, die ich einfach jetzt mal rausschicken kann, um ein bisschen Werbung zu machen. Das waren jetzt eine ganze Menge Sachen, Miguel. Das würde ich gerne erstmal zusammenfassen, hier ein bisschen Struktur reinbringen vielleicht auch, damit wir da von klein auf da ein bisschen Konzept auch für die Zuhörer da zusammenbekommen können. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Idee einer Online-Veranstaltung, die wir jetzt mal Comic-Con, Online-Comic-Con nennen wollen oder eben in deinem Fall expliziten Fall die Manga-Con, die ist schon immer irgendwie in deinem Kopf rumgesponnen. Die Idee gab es wohl schon länger, aber den wirklich ausschlaggebenden Punkt dafür noch nicht, also die Notwendigkeit war eigentlich noch nicht richtig da. Der war jetzt durch Corona und die damit zusammenhängende Pandemie schon eher auch irgendwie vorhanden. Und im Gegensatz zu, wie mir scheint, allen anderen in der Comic-Szene, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob du jetzt nur die rein deutsche Comic-Szene meinst oder international gesprochen, sind scheinbar immer, du hattest gemeint, Reichweite teilen, also immer damit bedacht, eher so ihr eigenes Süppchen zu kochen und weniger dann so in der Gemeinschaft etwas zu machen. Gibt sicherlich ganz unterschiedliche Leute. Und du hast jetzt aber dich entschieden, okay, du willst hier jetzt scheinbar irgendwie was zurückgeben, du willst die Community, die Szene irgendwie auch ein bisschen fördern und hast hier Leute mit ins Boot geholt, die jetzt hier quasi ausstellen dürfen, wenn man so will, auf deiner Con, in dem Fall eben explizit online und auch Zugänge quasi verschenkt. Und was mich am meisten überrascht ist, das hat alles wahnsinnig viel Kohle gekostet und du willst nicht mal einen Ticketpreis dafür haben. Habe ich das grob zusammengefasst? Richtig, genau richtig. Das mit den Ticketpreisen ist so, ich gehöre zu den Leuten, die an dieses kostenlos ist überhaupt das A und O der Internetwelt. Mhm. Wenn du anfängst, für Dinge im Internet Geld zu verlangen, dann wird es schon schwierig. Mhm. Wenn du Geld verlangst für etwas im Internet, dann musst du auch was zu bieten haben. Nicht nur ein Download oder irgendwie etwas, was man sich irgendwie auf den Rechner runterzieht, sondern dann musst du auch wirklich was Materielles haben oder so. Deswegen funktioniert auch Kickstarter und so weiter, weil die Leute kriegen dann auch ihr Comic, ihre Zeichnung und so weiter. Aber wenn du wirklich nur mit digitalen Produkten arbeitest, ist es schon viel schwieriger. Und ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die sich irgendwie an anderen
Leuten bereichern, die weniger haben. Und deswegen, mir kam es auch nie in den Sinn, jetzt auch einen Ticketpreis zu verlangen oder so von den Besuchern. Deswegen okay, hat sich ja, sehr gut. Genau, richtig. Ist damit ja auch letztlich gerade in Zeiten, wo Leute in Kurzarbeit unterwegs sind, wo vielleicht viele Familien auch aufs Geld gucken müssten, natürlich optimal, wenn man da, denke ich, auch auf auch Leute zum Beispiel aufmerksam werden kann, die sonst durch diese Paywall eventuell davon abgehalten würden. Jetzt ist es ja letztlich auch ein gewisses Experiment. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war es doch durchaus dein Ansatz, die in der echten Welt, wenn man so will, bestehenden Veranstaltungen, die Cons, irgendwie 1:1 in die Online-Welt zu transportieren. Ist das richtig? Richtig. Das ist schon hochgegriffen, so ein Lebensgefühl ins Internet zu bringen. Ich habe angefangen einfach so was bietet so eine Con an? So eine Con bietet Games an, Leute können Computer spielen, Leute können hier Zeichner besuchen, Leute können Animes gucken oder Filme gucken, wenn man auf der Dokumi war oder auf der Animagic, dann gibt es diese ganzen Kinos und so weiter, es gibt Vorträge und das wollte ich irgendwie versuchen, auf eine Plattform zu binden und ich habe da irgendwie alles rausgefischt, was das Internet im Moment zu bieten hat und habe das irgendwie gebündelt auf einer Internetseite veröffentlicht und habe auch gesehen, wie kann ich alle Verlage auch so darstellen, dass sich alle auch fair behandelt fühlen. Da habe ich mir so ein Modul besorgt, wo man wirklich, wenn man auf den Punkt Verlage auf der Website MangaCon geht, dass man wirklich alle Verlage, was die gerade aktuell in diesem Social-Media-Bereich machen, dass man wirklich alles auf einmal sehen kann, was gerade sie geschrieben haben, was sie gepostet haben, hier und da. Und solche Sachen habe ich dann eingebaut, habe ich versucht dann als Lebensgefühl für die Leute, die dann diese Messe, Online-Messe besuchen, dann zu geben, damit die wirklich so ein bisschen dieses Messegefühl bekommen. Jetzt noch nicht verhadert. Ja, das ist also schon mal, das ist nämlich, ja. Wenn man so will, kann ich das gleich verbinden, bevor wir in den Punkt weitergehen, mit einer eigentlich Folgefrage, die ich ein bisschen im Kopf hatte. Okay. Und zwar, die Idee stammt nicht von mir, auf die hat mich der sehr schätzend geschätzte Sascha Dörp gebracht, Comiczeichner und Autor, der aktuell viele, viele tolle Werke rausballert. Mhm. Und mit dem hatte ich die Tage das Glück, zusammenzutreffen bei der ersten Online-Ausgabe des Frankfurter Comic-Stammtischs. Und das war ganz lustig, alles egal. Auf jeden Fall hat er die wirklich gute Idee gehabt oder den guten Ansatz bei diesem Gespräch. Okay, jetzt gibt es diese Online-Veranstaltungen und scheinbar versuchen die echten Cons in die Online-Welt zu übertragen. Sollten die nicht aber eigentlich viel mehr versuchen, noch ihr eigenes Ding zu machen, sich viel mehr noch davon abgrenzen und vor allem die Vorteile von online nutzen, also sich weniger von diesen bereits existierenden Konstrukten quasi beeinflussen lassen? Und wenn du jetzt hier zum Beispiel diese Darstellung der Social-Media-Auftritte hast, der verschiedenen Verlage, die es eben so gibt im Manga- und Comic-Bereich, ist das ja ein erster Ansatz und mir fällt vor allem sofort erstmal auf, welche Verlage da nicht bei sind, weil sie eben effektiv keine relevanten Social-Media-Plattformen überhaupt nutzen. Genau, richtig. Und damit ist ganz interessant, welchen Schritt hier, welche Stufe wir schon genommen haben und wen wir letztlich damit auch ein bisschen ausschließen aus der Veranstaltung. Richtig, das ist auch das große Problem, was eigentlich die meisten in der Comic-Szene haben oder die Verlagswelt oder dass sie eigentlich so digital nicht so richtig geschult sind oder manche sich auch noch davor sperren. Und wenn dann wirklich jetzt sowas kommt wie das Coronavirus, dass man sich wirklich verloren fühlt, weil man nicht so einen Zugang zu dieser Internetwelt hat. Ob das gut ist, ich weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass eines Morgen auch ein Hacker das ganze Internet lahmlegt und dann, wenn man auch sein ganzes Geschäft und alles auf das Internet irgendwie fokussiert hat, dann ist das auch weg. Dann ist Amazon weg, dann haben die auch alle ein Problem. Deswegen, es gibt keinen richtigen Weg. Was man machen kann, man kann sich parallel irgendwie aufstellen. Also, dass man wirklich so sein Printbereich hat und seinen digitalen Bereich. Aber ich weiß, das ist so viel Arbeit, das stemmen nicht mal die großen Verlage. Wenn man wirklich sich so in diesen großen Verlagen anguckt, die Leute haben sehr wenig Ahnung leider von Social Media. Die lernen das alles noch. Das ist gerade so ein Prozess. Und in dieser Verlagswelt ist auch alles sehr langsam. Vieles muss auch überprüft werden, muss beobachtet werden. Und deswegen, bis wirklich sich diese ganzen Verlage so
auf demselben Level sind wie so wie Netflix und so weiter, wird 50 Jahre dauern. Da spielen so viele Sachen eine Rolle, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja. Leider ist es jetzt im Moment so, dass wirklich die Verlage, die jetzt, oder die Comicmacher auch, es gibt auch viele Comicmacher, die sich auch gegenüber dem Internet total sperren oder sagen, das Internet ist der Teufel oder die wollen damit nichts zu tun haben. Die gucken jetzt schlecht aus der Wäsche. Ich meine, die kommen nicht rein in dieses System rein. Was wir machen können, also Leute wie ich oder andere Leute, die im Internet aktiv sind, wenn die davon wissen, dass die da nicht irgendwie eine Plattform haben oder überhaupt ein Medium haben und sich irgendwas von sich zu berichten, dann können Leute wie ich können darüber berichten, wenn sie überhaupt erfahren, dass sie existieren oder was machen oder dass man sagt, ey, geht zum Comicladen und kauft euch solche Comics oder hier, da gibt es dieses Comic, vielleicht ist das mal eine Alternative zu Spider-Man oder Naruto und so. Ja, genau. Diese Leute hängen jetzt von Leuten von uns ab. Also, und ich hoffe, da gibt es noch andere Leute draußen, die auch helfen, die nicht sich nur auf dieses populäre Medium konzentrieren, sondern auch den anderen helfen. Und ja. Das kann ich voll bestätigen, gerade als, sag ich mal, Pressefuzzi hat man ja häufig dann auch mit den PR-Sprechern der jeweiligen Verlage zu tun und das sind im Regelfall dann auch die Menschen, die dann auch die Social-Media-Accounts betreuen und da gibt es einfach auch gerade die großen alteingesessenen Verlage, die sich über diese Art der Distribution und des, sag ich mal, Community-Kontakts offensichtlich noch nie konkrete Gedanken gemacht haben, weil, wie du es bereits erwähnst, die Strukturen auch ganz andere sind und hier auch schon mal ein kleiner Teaser, du hattest ja einen riesengroßen, wirklich tollen Vortrag, also Workshop hast du es genannt, auf Twitch gehalten im Zusammenhang mit der MangaCon, war also Teil des offiziellen Programms, das da läuft und das ist auf Twitch verfügbar, auch weiterhin verfügbar als quasi Aufzeichnung und du hast mir die Chance eingeräumt, die Audiospur dieses Workshops hier im Anschluss an unser Gespräch noch mit dran zu schneiden und da gehst du noch ein bisschen mehr ins Detail, erzählst sehr viel mehr eben auch einfach Beispiele und beschreibst quasi, wie die Krisensituation ist, wie sie sich zusammensetzt und vielleicht auch gibt es auch tolle Perspektiven, die ich wirklich an der Stelle nochmal besonders erwähnenswert finde. Das also schon mal als Teaser, darauf könnt ihr euch freuen, das ist am Ende unseres Gesprächs noch mit dran. Und ja, dann würde ich sagen, ich habe noch drei Punkte hier auf dem Schirm, okay, die ich auf jeden Fall noch besprechen möchte im Zusammenhang mit der MangaCon und vielleicht auch so Rückfragen, wie deine Gedankengänge dazu waren, denn diese Online-Veranstaltung selbst, die hat ja natürlich eben auch ihre Besonderheiten. Wir hatten jetzt hier schon diese quasi Wall of Social-Media-Beiträge der Verlage. Dann gibt es noch was, da habe ich mich erstmal gefragt, meinen Sie das ernst? Den Hallenplan. Und da habe ich mich gewundert, wie das funktioniert und ich finde es geil, vielleicht willst du uns mal erzählen, was das eigentlich ist. Okay, der Hallenplan ist noch nicht fertig. Okay, mit dem Hallenplan funktioniert es so, man hat wirklich diesen Hallenplan, den jeder eigentlich kennt, der mal schon auf einer Messe war. Man kriegt irgendwie so einen Flyer oder eine Karte, wo der Hallenplan drauf ist. Und auf diesem Hallenplan sind dann die ganzen Stände aufgezeichnet, der Weg dorthin, auch wo die Klos sind und so weiter. Und genau so einen Hallenplan habe ich auf die Website online gestellt. Und ich habe ein Modul gefunden, womit man solche Hallenpläne oder so ein Bild markieren kann und verlinken kann. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann jetzt wirklich diesen Hallenplan genommen. Wenn man dann jetzt auf Livestream geht, dann ist man wirklich auf einem Livestream. Wenn man dann auf Stand Nummer 2 hingeht, dann ist man beim Künstler so und so. Also man kann durch den Hallenplan switchen oder auf die bestimmten Elemente klicken und dann wird man weiter verlinkt auf die jeweilige Seite. Genau, ein bisschen Interaktivität habe ich da ein bisschen reingebracht. Und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die ich noch später noch einbauen möchte. Man kann dann noch zum Beispiel, wenn man irgendwie draufklickt, dann platzt dann ein Video raus, dann kann man direkt da was gucken. Oder den Plan kann ich auch ein bisschen parallel verändern und solche Sachen. Ich spare mir noch viele Dinge auf, die ich dann später noch verwenden kann. Hast ja auch 3 Monate Zeit, um das noch vielleicht im Detail auszuarbeiten. Und wenn man hier mal schaut, ist ganz toll, wir haben dann hier verschiedene Namen, die dann da in der großen Liste an Künstlerinnen und Künstlern auftauchen. Es gibt, wie gesagt, diesen Gaming-Bereich, unter anderem war auch mit dabei, gleich am ersten Tag hat er eine Lesung gemacht, der Nils Oskamp mit seinem Buch 3 Steine. Also wirklich ein toller Typ, eine tolle Geschichte und der hat ja
hohe, oder hat er Ziele, der Mann? Also der ist ja nicht einfach nur jemand, der einen Comic macht, der hat ja wirklich eine aufklärerische Botschaft, auch an Schulen ist er unterwegs. Könnt ihr euch angucken, die Lesung gibt es, glaube ich, auch ebenfalls noch auf Twitch on demand zu schauen. Finde ich wirklich toll. Und da hat viele weitere Namen, die man, glaube ich, auch so üblicherweise auf Cons dieser Art auch im quasi echten Leben treffen würde. Gibt es da vielleicht so ein, zwei Namen, die du mal erwähnen möchtest, wo du quasi zufällig angekommen bist oder wen du selbst vielleicht entdeckt hast? Oh, eigentlich kannte ich schon alle Zeichner und wenn ich jetzt für einen bestimmten Zeichner Werbung mache, dann alle anderen beleidigt. So, alles sind super, alles sind toll. Ich meine, die Vielfalt ist auch klasse. Da sind ja auch wirklich so alte Comic-Zeichner dabei und daneben noch so ein junger Manga-Zeichner. Überall hat man was zu entdecken. Dann gibt es Leute, die auch basteln. Dann gibt es Leute, die haben so einen eckigen Stil. Dann gibt es Leute, die haben einen runden Stil. Also für jeden ist etwas dabei. Und alle sind super. Ich meine, ich freue mich, dass sie überhaupt mitmachen wollten. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man sowas in der Aktion startet und man fragt, oft wollen 1, 2, 3 Leute mitmachen. Und aber dann, ich habe noch E-Mails von Leuten, die noch mitmachen wollten. Also ich habe, das sind noch 10 bis 20 Leute, glaube ich, Zeichner, die irgendwie auch noch ihren Stand haben wollten. Ich hätte natürlich das Geld einkassieren können und wirklich diese Künstlerliste vervielfältigen können. Ich könnte 100 Zeichner, da hätte ich präsentieren können. Das war aber auch nicht der Sinn der Sache jetzt bei mir. Und ich hätte es auch zeitlich auch nicht geschafft. Und ich wollte trotzdem alles im kleinen Rahmen halten, weil ich weiß auch, wenn jetzt 2000 Zeichner auf einer Website sind, dann man kann sich da gar nicht durchklicken. Ja, dann übersieht man vielleicht auch wen, ja klar. Genau, das heißt also, die Liste ist jetzt vollständig, da ändert sich auch nichts mehr bis zum Ablauf der Con. Ich glaube, es kommen noch 2, 3 Leute noch hinzu, denen, die eigentlich ich es versprochen habe, wo ich es zeitlich noch nicht geschafft habe. Ein Verlag ist darunter, weil das sind Sachen, die komplexer sind. Also kann ich nicht nur ein paar Bilder online stellen, dann muss ich bestimmte Shops verbinden und hier und da gucken. Auch das Rechtliche, da muss man auch immer voll achten, wenn man so eine Online-Sache macht, dass man da auch rechtlich sich absichert und hier alles. Das sind so viele kleine Details, die man sich gar nicht so vorstellen kann, wenn man sowas ins Leben ruft. Das übersteigert manchmal so die Vorstellung der Leute. Und deswegen, das glaube ich gern, ja. Ja. Aber es kommt noch was. Also es kommt noch eigentlich noch viel. So, ja. Dabei ist schon jede Menge Zeug drauf. Eine Sache, die noch nicht so drauf ist, und ich bin mir sicher, da hast du dir trotzdem schon Gedanken drum gemacht, wenn ich an diese Cons denke. Also insbesondere auch diese Cons, wo jetzt die Stars rumlaufen, wo man jede Menge Merch kaufen kann und so. Dann ist die für mich als Pressetypi hier vor allem auch deshalb immer irgendwie in Erinnerung geblieben, weil da wahnsinnig viele Leute mit ganz, ganz tollem Cosplay unterwegs gewesen sind. Also gerade in den gedruckten oder auch in den Online-Medien ist ja letztlich, man könnte meinen, da findet kein Comic mehr statt, da findet eigentlich nur noch Cosplay statt, weil das im Wesentlichen auf den Fotos dargestellt wird. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, der für Identifikation des Publikums mit der eigentlichen Veranstaltung sorgt. Da gibt es Leute, die sich monatelang darauf vorbereiten, ihre Gewandung bzw. ihr Kostüm zu kreieren, fertigzustellen, da viel Arbeit, Liebe und Geld reinstecken und das dann eben auch präsentieren wollen. Inwiefern hat denn dieses Thema Cosplay bei euch eine Rolle gespielt oder war das zumindest Teil der Überlegung? Es hat eine sehr große Rolle gespielt und es ist ein Menüpunkt, der nicht öffentlich ist. Ich wollte auch den Bereich Cosplay online stellen. Aber ich, als ich angefangen habe zu merken, als ich gemerkt habe, dass ich alleine war, habe ich es nicht mehr geschafft, den Bereich Cosplay umzusetzen. Ich habe hier Leute, die auch Cosplay-Veranstaltungen organisieren oder Cosplay-Gruppen organisieren oder leiten. Die warten die ganze Zeit noch auf meinen Anruf. Also die haben sich bei mir gemeldet, können wir morgen telefonieren? Mal gucken, ich muss noch da mit dem Zeichner da und telefonieren. Ich hoffe, es klappt noch irgendwie. Es hat einfach nicht geklappt. Also man merkt schon, ich habe schon meine Grenzen auch so natürlich kennengelernt. So ich kann mich für den Bereich Comic jetzt, ich habe mich da in diesem Bereich Comic konzentriert und mich um das Technische und das Rechtliche gekümmert. Es waren so 3 Dinge, die wirklich viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen haben. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt diesen Cosplay-Bereich, den kann ich jetzt nicht mehr machen. Dann habe ich gesagt, okay, soll ich vielleicht so eine kleine Bildergalerie machen? Oder soll ich es ganz sein lassen? Da habe ich ja gesagt, okay, ich lasse es lieber ganz sein und probiere es beim nächsten Mal aus.
Und das ist eigentlich der einzige Grund. Ich hatte einfach keine Zeit und keine Kraft dafür. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ja nun, also gerade weil das ja letztlich wieder deine One-Man-Show gewesen ist, wo du das letztlich ja in wahnsinnig viel Arbeit und da wirklich einfach Zeit auch investiert hast. Das sieht man, das verstehe ich voll und das finde ich auch unterstützenswert. Deswegen führen wir heute auch dieses Gespräch. Wie könnte denn, ohne dass du jetzt vielleicht was, sage ich mal, spoilerst, was du vielleicht nicht spoilern willst, aber wie könnte denn das Thema Cosplay bei einer Online-Veranstaltung wie der MangaCon aussehen? Was für Ideen gibt es denn da vielleicht deinerseits? Ich meine, bei Cosplay gibt es ja immer drei Hauptpunkte. Also die Präsentation der Cosplayer, also dass sie ihre Kostüme präsentieren, dann den Wettbewerb, wo eine Cosplay-Veranstaltung ohne Wettbewerb, das kann man vergessen. Also, das ist da auch eine Art, dass es da eine Art Cosplay-Wettbewerb gibt, wo man auch was gewinnen kann. Und die typischen Workshops, also dass ein bestimmter Cosplayer zeigt, wie man bestimmte Sachen bastelt oder wie man sich auf eine bestimmte Art und Weise schminkt. Das sind so die Kerndinger jeder Cosplay-Veranstaltung. Und ich denke, wenn jetzt wirklich jetzt Dokumi eine Online-Veranstaltung macht, die werden da auch stark in diesen Bereich eintauchen und da was auf die Beine bringen. Die haben ja viel bessere Connections, viel mehr Leute und auch viel mehr Geld, um was Besseres umzusetzen. Genau. Okay, dann kann man denn sicherlich in diesem Jahr das noch überlassen. Vorst jetzt nächstes Jahr geht es weiter mit der MangaCon, was ich mir doch sehr wünschen würde. Könnte man da vielleicht noch was... Die Sache mit der MangaCon ist auch so, das war jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, ich mache das jetzt für immer und ewig. Ich wollte einfach nur jetzt was auf die Beine stellen und gucken, wie die Leute darauf reagieren und dann sehen, was man wirklich draus machen kann. Mhm. Ich bin mir sicher jetzt, werden noch andere Leute jetzt auftauchen und eine Online-Veranstaltung machen. Das steht ja schon alles fest. Und ich weiß auch, ich gönne es denen auch. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt so, hey, ich war doch zuerst mit der MangaCon da. Ich finde es voll scheiße, dass jetzt andere Leute das auch machen. Das ist ja auch, so eine Online-Con ist auch ja gar nicht so eine innovative Idee. Also die hatte schon jeder mal. Also jeder hatte mal schon so, hey, wieso gibt es keine Internet-Convention oder so. Und ich wollte einfach nur mal starten, zeigen, auch den anderen so einen Impuls geben, hey, mach doch auch sowas. Und ich weiß immer, wenn ich zu Verlagsleuten gehe und so weiter und sie sagen, ey, wieso verkauft ihr nicht mal Mangas als nur ein Kapitel? Wieso verkauft ihr immer nur Mangas gesammelt oder als Band? Wieso versucht ihr es nicht mal, ein Manga als ein Kapitel rauszubringen oder zwei, drei Kapitel für 2-3 Euro? Und wenn man mit der Idee kommt, dann belächeln die das oder sagen, wir haben keine Zeit und so weiter. Aber wenn man es dann aber selber macht und die sehen, man hat ein bisschen Erfolg oder Reichweite, dann haben die den Impuls oder die Motivation, das auch zu machen. Und ich weiß, ich habe so in den letzten Jahren gemerkt, okay, ich muss selber was machen, sogar wenn es nicht erfolgreich ist, damit andere es besser machen. Mhm. das ist so mein Trick, so irgendwie so in letzter Zeit, okay, wenn die Leute nicht kapiert haben, dass sie bei Regen einen Regenschirm in die Hand nehmen sollen oder eine Regenjacke, dann anstatt denen zu sagen, hey, nehmt einen Regenschirm und zieht meine Regenjacke an, weil die hören nicht drauf, aber wenn ich selber eine Regenjacke anziehe und dann mit dem Regenschirm rausgehe und die merken so, oh, der wird ja nicht nass, dann mache ich das auch so. Ja, schon klar, ja. Ja, dann passiert es auch. Das ist so. Natürlich musst du dann aber auch für die erstmal auch die negativen Erfahrungen alle machen, die dann vermeiden können, ne? Ja, genau, richtig. Aber ich kann die negativen Erfahrungen im Moment verkraften. Da bin ich noch, zum Glück bin ich noch sehr vernünftig, dass ich immer gut einschätze, dass ich da mich wirklich nicht so... Sehr gut. Diese ganzen Ideen, von denen du jetzt gerade eine angerissen hattest mit diesen Kapiteln im Manga, davon gibt es noch eine Menge mehr auch in deinem Workshop, der gleich im Anschluss folgt. Also wirklich, nicht ohne Grund habe ich den jetzt da hinten ranhängen wollen. Ganz toll. Und dann noch der letzte große Punkt für mich, der vor allem auch als derjenige, der gern mal auf Bühnen sitzt und moderiert, wenn solche Veranstaltungen sind, das Thema Programm, Panels, Interviews und was da nicht alles stattfinden kann. Jetzt gibt es hier auch durchaus ein Programm, ein Programm, das stattgefunden hat, glaube ich, und auch ein Dauerprogramm. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen. Was genau ist das mit eurem Programm? Im Moment passiert gerade im Hintergrund so viel. Eine Zeichnerin, die den Namen Inga Seminov hat, sie ist im Bereich Illustration und Manga tätig. Sie organisiert gerade ein krasses Programm. Da sind auch Stifthersteller dabei, da sind so Merchandising-Händler sind dabei, Künstler sind dabei, sind so viele Leute dabei, die jetzt gerade ein Programm auf die Beine stellen, wo jeder eigentlich streamen wird. Dann wird es wahrscheinlich so einen Hauptkanal geben,
wo die ganzen Anmoderationen geben wird. Und dann wird jeder so sein Panel haben oder so seinen Zeitpunkt haben. Und jeder wird dann so sein Programm dann ausführen. Und das organisiert sie gerade. Ich werde auch ein Teil dieses Programms sein als MangaCon. Und das wird dann auch auf der MangaCon-Seite zu finden sein. Und ich weiß selber noch nicht ganz genau, was da wirklich hundertprozentig stattfinden wird. Aber ich weiß, es ist unglaublich vielfältig. Und es wollen jetzt im Moment auch unglaublich viele Leute mitmachen. Und für jeden wird etwas dabei sein. Das weiß ich. Wie genau es aussehen wird, weiß ich nicht. Und natürlich wird man dieses Programm später auf der MangaCon-Seite auch finden. Und wird auch ein Teil sein. Also gerade vernetzt sich viel. Mhm. Man wird gar nicht mehr wissen, ob das ein Teil von der MangaCon ist oder nicht. Aber es ist, alles führt dann zum selben Punkt irgendwie im Internet, wo man sich dann unterhalten kann und sich weiter informieren kann. Also nochmal für unsere Zuhörer, das kann ich mir durchaus also so vorstellen, wie eben diese Panels oder Programmpunkte bei Cons oder beim Salon oder meinetwegen bei in München beim Festival das auch sind. Das sind also Veranstaltungen, die jetzt eben anstatt auf einer Bühne in einem Livestream oder in einem aufgezeichneten Video über irgendwelche Plattformen abrufbar sind, genau, aber mit richtig. So vergleichbaren Themen, wie man sie sonst auch antrifft. Genau richtig, genau so wird es sein. Okay, und dazu hattest du jetzt bei deinem Stream dir die Plattform Twitch ausgesucht. Richtig. Und der Nils hat auch auf Twitch gestreamt und wir hatten auf Twitter schon ganz kurz geschrieben, da haben sich eine Menge Leute auch beteiligt. Ich habe mich da blöd formuliert, aber letztlich geht es mir um die Frage, inwiefern Twitch für so Online-Veranstaltung, also ausschließlich für Online-Comic-Messen, sagen wir jetzt mal. Ich rede explizit nicht von den tollen, dort natürlich auch stattfindenden Solo-Artists, die da auch tolle Artist-Streams machen. Also die sind fantastisch und gerne auch auf Twitch, mir egal wo, die sind alle großartig. Mir geht es insbesondere eben jetzt um die Online-Comic-Messen. Und da scheint Twitch so eine Art Selbstverständlichkeit zu sein. Die Leipzig hatte auch schon ausschließlich auf Twitch stattgefunden. Und soweit ich das weiß, plant die German Comic Con auch einen Stream auf Twitch, wo dann eben auch dort von dort bekanntes Panel-Programm auf Twitch stattfinden soll. Warum gerade Twitch? Und warum nicht auch noch woanders? Die Sache ist so, Twitch ist wahrscheinlich für viele sehr einfach zu bedienen. Und im Moment in den Medien und überall bei den jungen Leuten ist Twitch immer noch sehr präsent, weil die meisten Besucher einer Messe, die jungen Besucher, die spielen Games und die gucken Leuten zu, die Games spielen. Also und fast jeder von diesen jungen Leuten hat einen Twitch-Account. Das Problem ist, man hat nicht diese Comic-Leser und diese Manga-Leser sind nicht wirklich auf einer bestimmten Plattform. Also die sind nicht wirklich alle auf Facebook, die sind nicht alle wirklich da auf Instagram und so weiter. Im Moment weiß keiner, welche Plattform die beste ist, um so eine Online-Veranstaltung zu machen. Aber weil jetzt die Leute in Leipzig damit angefangen haben, das ist wieder dieser Regenjacken-Effekt. Einer macht es und dann wollen es auch alle machen. Das ist so, ja. die denken so, okay, der hat es da gemacht, also muss es gut sein, also mache ich es auch. Das ist so denken alle jetzt im Moment. Und weil keiner kennt sich da auch aus. Keiner weiß jetzt, was sind die Vorteile und Nachteile, wenn ich auf Facebook streame oder auf YouTube oder auf Twitch oder auf Twitter. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man auch parallel irgendwie streamt. Und das hat auch wieder mit Technik zu tun. Und diese Technikleute haben die Verlage auch gar nicht oder haben die viele Veranstalter auch nicht. Und ich denke mal, im Moment erhoffen sich alle, dass, weil die anderen es auch bei Twitch gemacht haben und eigentlich Twitch in den Medien immer so präsent ist und angeblich da viele Leute zu finden sind, dass man da auch viele Leute erreicht. Das ist so der Grund, warum jetzt viele Leute auf Twitch streamen. Also ich würde immer parallel streamen. Also wenn da jetzt ein großer Veranstalter ist oder hier, dann die sollten das immer parallel machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele kostenpflichtige Möglichkeiten. Ich wollte nämlich auch auf YouTube irgendwie streamen. Und dann, als ich diesen Knopf drücken wollte von Twitch auf YouTube, habe ich gemerkt, hey, ich muss da Geld bezahlen, jeden Monat 20 bis 50 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bezahle ich das jetzt, ja oder nein? Und wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke und ich mache jetzt den ganzen Stream kaputt, dann ist der ganze Stream kaputt. Dann habe ich jetzt einmal gesagt, okay, ich mache jetzt nur Twitch und dann gucke ich mal weiter, wie ich das genau mache. Aber die Möglichkeit gibt es, und wenn man sich Zeit nimmt und sich gut vorbereitet,
dann ist es möglich, auf allen Plattformen gleichzeitig zu streamen, und das sollten auch alle Leute machen. Also jeder da draußen gerade zuhört, wenn ihr eine Online-Veranstaltung macht, streamt auf allen Plattformen gleichzeitig. Das ist, die Möglichkeit besteht, die gibt es, und das sollte man auch machen. Das ist ein interessanter Punkt, denn ich könnte mir vorstellen, dass man durch dieses breite Fächern auf möglichst vielen Plattformen nicht nur auch eine gewisse Unabhängigkeit von einer Plattform bekommt, sondern natürlich damit auch die Zielgruppe einfach erweitert. Ich persönlich finde Twitch toll und habe in dem, Austausch auf Twitter auch gelernt, dass es scheinbar für aktive Twitcher, aktive Streamer die technisch beste Lösung ist und da auch der Umgang der Community miteinander scheinbar die beste ist. Hinzu kommt, dass wohl von Twitch auch ein gewisser Support geleistet wird, und unterm Strich scheint es allein deshalb die beste Option für Streamer zu sein. Jetzt ist Twitch natürlich aber vor allem erst einmal eine Plattform für Gaming. Soweit ich es weiß, ich bin da auch eher so der Zuschauende und nicht der Produzent in dem Zusammenhang, und hatte mich da einfach nur gefragt, ob es da nicht andere Plattformen gäbe, mit denen man mehr Leute erreichen könnte. Und deswegen ist der Ansatz, möglichst breit aufgestellt zu sein, vielleicht gar kein schlechter. Ich bin gespannt, ob sich da nochmal irgendwie ja auch die ein oder andere Veranstaltung dann für diese Richtung entscheidet. Ich hoffe es. Das wäre schlau. Sehr gut. Ja, prima. Ich glaube, wir sind hier über die wichtigsten Punkte zur MangaCon auch auf jeden Fall einmal drüber gegangen. Gibt es noch Punkte, die du erwähnen möchtest? Dass die Leute nicht die Hoffnung verlieren sollen. Mhm. Die echten Messen, die werden stattfinden. Vielleicht nicht in den nächsten Monaten. Ich sehe auch eigentlich für die nächsten Messen eigentlich schon ein bisschen schwarz. Also ich glaube nicht, dass in August irgendwie was stattfinden wird. Aber wenn diese Messen stattfinden, dann werden die ganz anders sein, als man sie sich gerade so vorstellt. Und deswegen auch die ganzen Veranstalter sollen sich auch mal vorbereiten, weil die müssen dafür sorgen, dass dann sich keiner wahrscheinlich ansteckt, oder dann, die müssen schon Masken verteilen können, oder die müssen genug Desinfektionsmittel an diesen Messen haben. Und ich denke mal, wenn die sich jetzt schon jetzt drum kümmern, ob sie wirklich Geld für Desinfektionsmittel haben oder was machen die, muss jeder Stand irgendwie 2 Meter Abstand haben und all diese Absperrungen und alles. Darüber müssen sich die ganzen Veranstalter jetzt schon Gedanken machen, damit sie wirklich dann in den nächsten Monaten eine Veranstaltung machen können. Und ich hoffe, das machen die jetzt auch, die ganzen Veranstalter. Nicht, dass sie denken, irgendwann ist die Sperre vorbei und dann können wir die Messe machen, so wie wir wollen. Das wird nicht so sein. Ja, es kommen spannende und sicher auch schwierige Zeiten auf uns alle zu. Und gerade wenn man auch davon abhängig ist, dass die Veranstaltungen laufen, dann wünsche ich allen da draußen viel Erfolg und dass sie vielleicht auch irgendwelche, sag ich mal, Plan B und Plan C am Start haben. Ein Teil dieser Optionen, die da denkbar wären, hast du ja in deinem Workshop mit dem Titel Krisenbewältigung für Verlage und Künstlerinnen, also insbesondere jetzt hier bei der Pandemiekrise, den ihr gleich im Anschluss zu hören bekommen werdet, auch genannt. Und da auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass ihr auf jeden Fall jetzt dran bleibt und euch den Spaß gebt. Ich verlinke alle wichtigen Infos zu dir, Milos. Das heißt also insbesondere deine Social-Media-Präsenz wird man in den Shownotes finden, alle Links, die man da braucht. Und möchte deshalb jetzt hier die Gelegenheit nutzen, einfach auch mal Danke zu sagen dafür, dass du dir jetzt ein bisschen Zeit genommen hast mit mir und quasi auch uns über die MangaCon und über die aktuelle Situation von Veranstaltern dieser Art und Weise zu sprechen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitteschön. Ciao. So, meine Freunde, hier ist der Milos, der Comiczeichner, und heute habe ich ein kleines ernstes Thema, nämlich die Lage der Comicverlage und der Comiczeichner in Deutschland, Corona-Krise, Coronavirus-Krise. Ihr wisst ja ungefähr, was da draußen los ist. Geschäfte sind zu, die Leute dürfen nicht auf die Straße, Menschen dürfen sich nicht treffen. Und viele haben darunter zu leiden, sehr viele Menschen, und natürlich auch die Comiczeichner und die Comicverlage. Gestern habe ich mir den Livestream von Ultraverse angesehen. Also das ist ein Comicverlag aus Deutschland, die produzieren Mangas. Dr. Joachim Kaps ist der Verlagsleiter, der war früher bei Tokyo Pop, davor bei Carlsen. Und er hat ein bisschen darüber erzählt, wie es bei denen so gerade aussieht, und hat ein paar interessante Sachen gesagt. Aber es ist nichts Neues, denn die ganzen Comiczeichnungen, Comicverleger da draußen wissen gerade so ungefähr, was gerade los ist. Die Geschäfte sind zu. Die Comicmessen finden nicht statt. Alles sehr, sehr heikel. Und der Kontakt zu den Kunden, der hat sich sehr reduziert.
Und so können Comics nicht mehr verkauft werden. Die Sache ist jetzt so, was kann man da machen? Man hätte sich immer gut vorbereiten können, aber man weiß ja nie, was in der Zukunft immer so passiert. Und die Sache ist so, allgemein niemand war darauf vorbereitet, also kein Comicverlag, kein Comiczeichner. Natürlich ein paar Leute hätten es besser wissen können, aber niemand hätte es sich so vorstellen können, dass es alles auch so schnell passiert. Aber es ist jetzt passiert und viele Leute, viele Comicverleger und Buchhändler und Zeichner wurden richtig überrascht. Also die große Glocke der Realität erklang, als die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist. Das war so der große Gong, wo alle so gemerkt haben, oh, es ist ernst. Es ist wirklich ernst. Und dann fing das Chaos an. Man hat dann gemerkt, dass die Leute total unvorbereitet waren. Also die natürlich die Zeichner, die Händler, die Verlage. Und das ist nämlich ein wichtiger Punkt, dieses Vorausschauen, immer dieses Achtsamsein. Man hätte es vieles verhindern können. Man hätte Notfallpläne haben können, aber man hatte das nicht. Und was kann man jetzt tun? Ich meine, das Problem ist, jetzt fängt so ein Dominoeffekt an. Die Messen fallen aus. Wenn Messen ausfallen, aber die ganzen Leute, die an dieser Messe mitgearbeitet haben, die brauchen nicht mehr weiterzuarbeiten. Die Verlage haben keinen Ort, wo sie ihre neuen Comics und Bücher und Mangas vermarkten können und verkaufen können. Diese großen Messen wie die Leipziger Buchmesse war für viele Verlage so ein Ort, wo sie wirklich viel verkauft haben. Auch viele Zeichner haben dort in den Zeichnerläden viel Geld verdient. Und das fällt jetzt alles aus. Der zweite Punkt ist, die Buchhandlungen haben geschlossen. Also die einzigen Geschäfte, die noch offen sind, ihr wisst es ja, Supermärkte, Apotheken, Kiosks, die sind offen, aber die ganzen Buchhandlungen, wenn man zum Bahnhof geht, wenn man in die Innenstadt geht, alles zu. Die Comicläden sind natürlich auch zu. Einige Comicläden bieten gerade Lieferungen an. Also die bringen die Sachen nach Hause oder man kann sie bei den Comicläden abholen. Die Leute vom Vertrieb PPBM haben im Internet eine Liste online gestellt. comics-kaufen.de. Eine interessante Website, denn dort könnt ihr nämlich eure Postleitzahl angeben und den Händler in eurer Nähe finden, wenn ihr Comics braucht oder kaufen wollt. Eine gute Sache. So unterstützt ihr auch nämlich auch die kleinen Comicläden. Aber das Problem ist, es gibt langsam keine Comics mehr. Das ist die Sache, dass viele Druckereien arbeiten nicht mehr und viele Druckereien drucken nicht mehr. Viele Druckereien sind jetzt damit wirklich beschäftigt, entweder Verpackungen für Medikamente zu drucken oder Gebrauchsanweisungen für bestimmte Geräte, medizinische Geräte. Also die ganze Produktion geht in eine ganz andere Richtung. Und Comics, Magazine, Bücher, spielt alles nur noch eine zweite Rolle. Und ich glaube, Druckereien müssen auch schließen, die nicht, die keine Aufträge haben, die in diesem medizinischen Bereich existieren. Und ja, die Druckereien schließen. Der Transport, die Lieferdienste werden auch reduziert. Die ganzen Leute, die auch an Comics arbeiten, die Schriftsetzer, die Grafiker, die Lektoren, die Letterer bei vielen Comics, die arbeiten auch nicht mehr. Viele Comicverlage haben ihr ganzes Lettering ausgesortet. Ich meine, es wird woanders gemacht, nicht in Deutschland, sogar in anderen Ländern, weil es aber natürlich billiger ist.
Und die, viele von denen sind in Quarantäne oder sind krank oder dürfen nicht arbeiten. Das ist voll krass. Und da gibt's niemanden, der an den Comics weiterarbeitet. Deswegen müssen jetzt die ganzen deutschen Comicverlage vieles übernehmen, was normalerweise andere machen. Und das ist fast unmöglich. Und man merkt so, ich glaube, jeder Comicverleger und Comic-Händler merkt, wie alles an den verschiedensten Ecken zusammenbricht, wo die Kommunikation zusammenbricht, wo bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Man versucht das irgendwie aufzufangen, aber es funktioniert nicht. Und das ist erst der Anfang, denn in Japan geht es gerade erst los. Die ganzen Comic-Verlage und Manga-Verlage in Japan, die merken gerade, die müssen bald ihre Türen dicht machen. Also bald müssen die auch, bald bekommen die wahrscheinlich auch eine Ausgangssperre, dürfen nicht mehr raus, dürfen nicht mehr arbeiten. Und wie gestern auch Dr. Joachim Kaps gesagt hat, diese ganzen Verlage in Japan, die sind gar nicht auf Homeoffice ausgelegt. Die kennen das nicht wirklich, dieses Homeoffice in Japan. Die ganzen Verlage, die arbeiten noch wirklich noch viel mit Papier, Archiven, die wirklich Aktenordner, überall liegt Papier rum, Kommunikation 1:1. Und deswegen, wenn das jetzt alles zusammenbricht, haben die dort ein großes Problem. Trotz der Tatsache, dass Japan so als Hightech-Land gilt, wo alle ein Handy haben, um sich Mangas durchzugucken, zu lesen. Die Produktion ist noch sehr traditionell, sehr altmodisch. Und das kann jetzt wahrscheinlich vielen, vielen Verlagen, auch im Ausland, in Japan, nicht nur in Japan, auch in anderen Ländern, das wird ein großes Problem für die Leute. Und ja, und wenn jetzt alle aufhören, Comics zu produzieren, dann gibt es auch nichts zu verkaufen, aber trotz der Tatsache, sogar wenn es Sachen gäbe zum Verkaufen, die kriegt man nicht in die Läden. In USA zum Beispiel, der einer der größten Vertriebe hat die Schotten dicht gemacht. Also er nimmt keine Comics mehr an und er bezahlt auch nicht, weil die kleinen Comichändler können den Vertrieb auch nicht zahlen. Also die Comics bezahlen und so weiter. Und so hat sich der Vertrieb gesagt, okay, wenn wir kein Geld von den kleinen Buchhändlern und Comichändlern bekommen, dann können wir auch nicht die Comicverlage bezahlen. Und wie ihr seht, das ist so ein richtig krasser Dominoeffekt. Wenn einer nicht mehr sein Produkt irgendwo verkaufen kann oder nicht mehr bezahlen kann, dann fängt es an, wie so ein Domino-Spiel, dass es wirklich ein Ding nach dem anderen zusammenfällt und am Ende ist alles kaputt. Und deswegen sind viele sehr verzweifelt. Im Moment ist es so, dass es so Einbußen, also Gewinneinbußen von 30-40% so in diesem Comic-Manga-Bereich gibt. Es wird aber immer schlimmer. Media Control macht da regelmäßig seine Analysen und es wird immer schlimmer. Also diesen Monat könnte es gut sein, dass die Comic-Verlage irgendwie noch überleben. Aber wenn diese Ausgangssperre und dieser Verkaufsstopp weiterhin so läuft, dann wird es richtig, richtig kritisch. Und wer weiß, niemand weiß, was dann genau passieren wird. Und jetzt sagen vielleicht manche von euch, dann kaufen wir doch die Comics bei Amazon und so weiter. Amazon hat gesagt, oder es gibt so das Gerücht, dass Amazon keine neuen Comics oder Bücher nicht mehr annimmt oder sehr wenig annimmt. Das kann wirklich wahr sein, denn überall liest man, dass Amazon seinen Lieferdienst und seine Arbeit eher auf die ganzen lebenswichtigen Dinge konzentriert, also Lebensmittel, Hygieneartikel und so weiter. Das ist jetzt im Fokus von Amazon, von Unterhaltungsmedien, DVDs, Computerspiele, Comics und so weiter. Spielen alles nur noch eine zweite Rolle oder vielleicht eine dritte Rolle oder vierte Rolle. Und ja, es sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Und ich bin mir sicher,
wenn das alles hier vorbei ist und es auch lange andauert, also wenn jetzt wirklich dieses Ding hier jetzt mit dieser Ausgangssperre und diesem Verkaufsstopp 2 Monate noch weiter dauert, dann sieht die Welt ganz anders aus. Also diese Comic-Welt sieht dann ganz, ganz anders aus. Ja, das würde bedeuten, wir können alle von neuen starten und besser machen. Das sagt hier Comics-Tipp. Das sage ich auch immer. So eine Krise kann auch eine Chance sein. Also wenn etwas kaputt geht, die einzige Möglichkeit, die man hat, dann weiterzumachen, ist, alles wieder aufzubauen. Und man kann aus dieser Krise auch lernen. Und das ist auch jetzt so mein Fokus, wo ich sagen kann, ich lerne viel draus. Ich selber. Und ich merke, wie rückständig auch diese ganze Verlagswelt eigentlich ist, wie anfällig es ist für Krisen, für Probleme und wie unvorbereitet die Leute auch sind. Im Moment, ich berate jetzt im Moment auch einige Zeichnerkollegen, auch Verlagsleute und Unternehmen, die auch in anderen Bereichen arbeiten, und ich sag denen, das Erste, was man jetzt machen muss in dieser Krise, oder als die Leute gehört haben, okay, die Messen werden geschlossen, wir können bald keine Comics mehr verkaufen, die Buchhandlungen werden geschlossen, das Erste, was man da machen muss, ist die Ruhe bewahren und direkt einen Kostenplan aufstellen. Was für Kosten haben wir im Moment? Welche Kosten werden wir in nächster Zeit haben, in den nächsten Wochen, nächsten Monaten? Und welchen Gewinn machen wir gerade im Moment? Und das ist dann die Orientierung für die nächsten Schritte. Wenn man plötzlich unglaublich viele Kosten hat und eigentlich keinen Gewinn, und man ist so ein Unternehmen oder ein Verlag, der eigentlich vom Gewinn vom nächsten Monat oder von den nächsten 3 Monaten lebt, dann muss man direkt reagieren. Und das ist sehr schwierig. Sowas haben die ganzen Leute gar nicht gelernt. Auch dieses Schnellsein und schnell auf Probleme zu reagieren, improvisieren, neue Verkaufswege finden, im Internet zu verkaufen, all diese Dinge, die müssen dann auch alle schnell passieren. Viele Leute, die in diesen Verlagshäusern sitzen, die kennen sich damit nicht aus, so auch schnell Entscheidungen zu treffen. Denn normalerweise, die Arbeitsweise von diesen ganzen Verlagen ist ja auch immer, man macht das Programm für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr. Man setzt sich hin, diskutiert, bespricht Probleme. Es ist schon eine langsame Arbeit, die man überdenkt viele Schritte, man nimmt sich auch Zeit. Das sieht man auch bei der Arbeit, wenn man einen Comic realisiert oder produziert. Man arbeitet mit den Autoren zusammen, der Comiczeichner zeichnet 1-2 Jahre dran, man hat ein bisschen Zeit, um sich zu überlegen, wie man es promotet, wann man es promotet und so weiter. Aber bei so Krisen, bei Problemen, bei Angriffen, bei Katastrophen muss man zack, zack, zack schnell reagieren. Dinge erkennen, Probleme erkennen und direkt wissen, was los ist. Und deswegen, das allererste, was man in so einer Krise machen muss, ist Recherche ausführen und so schnell wie möglich. Also man muss gucken, was gerade los ist, was gerade passiert. Man muss wissen, welche Geschäfte verkaufen noch, wer produziert noch, wer liefert noch, wer druckt noch Comics, wo könnte man noch verkaufen. So viele Fragen, die muss man direkt beantworten. Man muss direkt checken, so, okay, welcher Comicladen verkauft noch gerade Comics? Welcher Comicladen hat viele Kunden, die Comics kaufen? Man muss auch den Kunden kennen. Man muss wissen, wo die meisten Kunden sind. Man muss wissen, wo die Käufer die meisten Comics und Mangas kaufen. All diese Dinge müssen jetzt sehr schnell rausgefunden werden. Unglaublich schnell. Also direkt schon gestern, also als die Ankündigung kam, dass jetzt die Buchläden geschlossen werden und die Leipziger Buchmesse ausfällt und überhaupt Messen in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, als diese Informationen aufgetaucht sind, hätte man direkt anfangen müssen zu recherchieren, ein Programm aufzustellen, ein Krisenmanagement,
aufzubauen. Das machen große Unternehmen, machen das. Kein Wunder, dass Rewe, Lidl, Edeka und so weiter, die haben sich schon im Voraus, Wochen vorher schon mit Mundschutzmasken ausgestattet. Die haben Millionen davon geordert und die haben die jetzt. Ja, dieses Krisenmanagement, das muss direkt da sein. Und viele Verlagen haben das nie, weil nie gab es wirklich eine große Krise. Die großen Krisen waren, okay, ein Zeichner ist krank, der kann nicht zur Messe kommen. Die Druckerei hat Mist gebaut. Die Druckdaten sind verloren gegangen. Das Cover vom Band 2 ist plötzlich auf dem Band 3 drauf. Solche Sachen, das sind so die großen Krisen. Oder der Redakteur ist krank. Ja, das waren so die größten Krisen überhaupt. Und deswegen erstmal Recherche, mal gucken, wie die Lage ist, wie die eigene Lage ist, wo man die meisten Kosten hat, wo man jetzt in diesem Moment den höchsten Gewinn hat. Das muss man wissen und danach muss man Pläne schmieden. Man muss wissen, in diesem Moment haben noch viele Verlage und viele Unternehmen allgemein haben noch Geld, haben noch Kapital, das sie nutzen können. Viele machen den Fehler, dass sie jetzt anfangen, okay, wir machen alles dicht, wir fangen an zu sparen, wir schmeißen die Person raus und so weiter. Und sparen, man kann Probleme aussitzen. Aber man kann auch was gegen Probleme tun. Und im Moment, wo man wirklich noch Kraft hat, wo man noch Geld hat, da muss man eigentlich investieren. Man muss eigentlich, wo man noch gesund ist, versuchen, den Gegner zu besiegen. Und das machen viele jetzt nicht. Viele ziehen sich zurück, gucken, wo sie sparen können und hoffen, dass alles schnell vorbei ist. Das ist ein großer Fehler aus meiner Sicht. Und ich denke, da müssen viele Verlage noch dran arbeiten. Und ich sehe, ich habe hier gerade eine Frage, deswegen gehe ich mal kurz auf die Frage ein. Wie wäre es mit einem zweiten Standbein oder übergangsweise sich mit irgendetwas über Wasser zu halten? Das ist eine gute Frage, weil dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, nämlich die Verlage oder jetzt in diesem Moment Unternehmen, Verlage und so weiter haben noch Kraft, haben noch Leute vor Ort, haben noch Geld. Und mit diesem Geld muss man jetzt Dinge realisieren, auf die Beine stellen, die eigentlich neuen und mehr Gewinn erzeugen. Das bedeutet, man muss schlau investieren. Also was funktioniert noch? Ein Verlag muss sich jetzt noch fragen, wo kann ich noch Comics verkaufen? Das Internet ist eine gute Sache. Denn das Internet nutzen jetzt ein bisschen mehr Leute als vorher, weil die alle zu Hause sind, langweilen sich und so weiter. Und was machen jetzt die meisten Leute oder die schlauen Unternehmen? Die machen Werbung. Die machen anstatt die Werbung, die sie wahrscheinlich in Magazinen raus investiert hätten oder auf Werbetafeln im Bahnhof und so weiter, das Geld versuchen sie überall einzusparen und das jetzt ins Internet zu setzen. Weil jetzt beginnt der Kampf um die Kunden im Internet. Und im Internet, das Internet ist so eine Sache, wer zuerst da ist, wer schnell genug ist, der hat eigentlich gewonnen. Und wer zuerst auf sich aufmerksam macht und sagt so, hey, hier, wir brauchen Hilfe, kauft unsere Comics, oh, dann werden alle Leute hingehen und diese Comics kaufen. Ja, der nächste Verlag wird es ein bisschen schwieriger haben, weil dann denken die anderen so, oh, noch so ein Verlag oder die Leute haben dann kein Geld mehr, weil sie haben den ersten Verlag geholfen und ihre letzten 20 Euros ausgegeben und dann, dann gucken die anderen Verlage aus der Wäsche. Also Schnelligkeit ist eine sehr wichtige Sache im Internet. Also man muss sehr schnell reagieren, sehr schnell aktiv sein und Aufmerksamkeit erzeugen. Das Internet ist auch ein Ding, wo man Aufmerksamkeit erzeugen muss. Und wie macht man das? Da muss auch jeder Verlag so seine Stärken finden und kennen.
Ein Verlag hat zum Beispiel eigene Comic-Künstler. Diese Comic-Künstler könnten jetzt durch das Thema Coronavirus bestimmte Produkte herstellen, die Aufmerksamkeit erzeugen, die vielleicht auch anderen Menschen helfen und den Verlag und die Lage des Verlags auch in der Öffentlichkeit in den Vordergrund stellen. Nach dem Motto zum Beispiel, ein Verlag könnte zum Beispiel 2-3 Zeichner aus dem Verlag den Auftrag geben, vielleicht für Kinder Coronavirus, was ist Coronavirus? Ein kleines Bilderbuch zu machen oder ein Bilderbuch, was man auch im Internet verteilen kann oder Anleitungen, lustige Anleitungen oder coole Anleitungen, wie man sich schützt vor dem Corona, vor dem Coronavirus, wie man sich die Hände wäscht und so weiter. Und diese Comics oder diese Produkte, die man dann jetzt schnell hätte produzieren müssen, die hätte man auch leicht verteilen können und auch die hätten auch Kunden oder sagen wir mal so Interessenten gefunden, hätten Leute von dem Gesundheitsamt sein können, das hätten Leute von Bildungsinstitutionen sein können. Und wenn die das benutzt hätten, dann hätte man da so ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Man wäre in diesen jetzt, wie nennt man das jetzt gerade, in diesen Fokus geraten von den Menschen und Institutionen, die gerade versuchen zu helfen. Und man muss wirklich gucken, wie man dieses Ding für sich als Verlag nutzen kann, um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sogar wenn es nur Ausmalbilder sind für die Kinder, damit die nicht zu Hause sich zu Tode prügeln oder so, damit die Mama und der Papa sich ein bisschen Ruhe gönnen können, dann haben die vielleicht ein paar Stifte zu Hause und dann können die ein paar Manga-Bilder ausmalen und solche Sachen. Richtig, und all diese Dinge tun die Verlage gar nicht. Manche Verlage stellen ein paar Bilder von ihren Comiczeichner online und mit den Hashtag bleib daheim und so weiter. Aber das war's schon. Das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht. Man muss wirklich offensiv in die Sache reingehen. Also man darf nicht nur mitmachen. Das ist das Ding. Man mitmachen ist super, aber wenn man wirklich überleben möchte, da muss man nicht nur mitmachen, da muss man wirklich nach vorne dreschen. Und das geht nur mit guten Aktionen, mit gut überlegten Aktionen, die auch Aufmerksamkeit erzeugen, die auch neue Kontakte erzeugen, neue Vertriebswege erzeugen, neue Kunden herlocken. Das ist nämlich die andere Sache. Man muss jetzt eine neue Zielgruppe erschließen im Internet, die ganzen Leute, die jetzt zu Hause sind. Das sind neue Kunden. Und die sind jetzt aktiv im Internet unterwegs. Und deswegen gilt hier Werbung im Internet schalten. Also wenn jetzt Tokyo Pop oder Carlsen, Egmont, Crosscult und so weiter jetzt Werbung schaltet, das hilft. Das hilft wirklich, weil man kann also Werbung schalten, Kinder, irgendwie Headlines so, Kinder außer Rand und Band mit unseren Comics und gratis Ausmalbildern habt ihr vielleicht 2 Minuten Ruhe. Und wenn das so vielleicht jemand auf Facebook sieht, die Werbeanzeige so, hey, okay, ja gut, ja, diese Ausmalbilder gratis, okay, gucke ich mir an, hole ich mir runter, lade ich mir runter, fertig. Ich gehe nochmal hier zurück auf den Chat, da gibt's nämlich noch eine Frage, glaube ich. Kann es in der Zukunft so aussehen, dass wie bei Amazon Music sich alle Comics bei einem entsprechenden Verlag sich online anschauen, das EDL allerdings der Tod allen, was momentan zusammenbricht? Ja und nein. Die Zukunft ist das Internet. Also dieses Online-Lesen ist die Zukunft. Das haben wir schon bei der Musik und beim Film erlebt, dass Filme gestreamt werden jetzt, dass Musik eigentlich fast nur noch digital gehört wird. Aber digitale Comics, die werden hierzulande, also in Deutschland, in anderen Ländern sieht es ganz anders aus, in Deutschland werden die nicht so gepusht, weil wir leben noch, diese Verlagswelt, diese Comic-Verlagswelt lebt noch in dieser Printwelt und viele leben von dieser Printwelt, die Druckereien,
die Presseleute, die Vertriebe, die Verlage selber. Ich meine, es kann ja sein, dass ein amerikanischer Verlag, ein japanischer Verlag eines Tages sagt, hey, wir erreichen so viele Leute im Internet, sogar die Deutschen, die Amerikaner und so weiter. Wir verkaufen die Comics selber. Warum sollen wir jetzt mit einem deutschen Verlag oder einem amerikanischen Verlag zusammenarbeiten, wenn wir uns die Mühe geben? Also warum sollen wir das machen? Und das ist auch eine große Gefahr, die jetzt auch viele unterschätzt haben. Ich meine, gestern auch, der Dr. Joachim Kaps meinte gestern auch bei Ultraverse im Livestream, dass sie sich jetzt, oder dass sie den Fehler gemacht haben, sich jetzt erstmal auf Print zu konzentrieren und dann später sich auf Online-Sachen zu konzentrieren. Sie wollten, glaube ich, Ende des Jahres mit Online-Geschichten anfangen und so weiter. Und jetzt, wo die Krise stattfindet, haben die überhaupt kein Online-Programm, kein richtiges Online-Programm, was sie anbieten können. Und das ist das große Problem, was viele Verlage auch haben, was sie in den letzten Jahren auch sehr vernachlässigt haben, diese Internetwelt. Weil da tauchten diese E-Comics auf und viele Verlage so, oh nein, die wollen uns das Printgeschäft kaputt machen. Und die Buchhändler auch so, oh nein, diese Online-Comics, die sind alle scheiße. Aber die Sache ist so, die Sachen können parallel leben und die können sich gegenseitig pushen. Das ist so die Idee auch dahinter, die jeder Verleger da draußen haben muss. Es wird nicht Print und Online-Comics geben und das sind auch keine Konkurrenzprodukte. Das müssen Produkte sein, die sich ergänzen, sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig interessant machen, dass der Online-Leser vielleicht doch eines Tages zum Print-Comic greift und der Print-Leser irgendwann auch zum Online-Comic greift. Es können da ganz neue Modelle entwickelt werden. Es gibt ein paar neue Plattformen im Internet, die versuchen, Online-Comics zu verkaufen. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Ich habe es mir gestern noch angesehen. Da gibt es, glaube ich, auch so eine neue Internet-Comic-Shop-Online-Plattform, die nur E-Books verkauft. Und da kosten die Comics voll günstig. Also da die ersten Bände von also Crosscult Comics kosten dann nur 2,99 € als Online-Comic. Sehr günstig. Natürlich, viele sagen jetzt natürlich, E-Comics oder Online-Comics, das ist was ganz anderes als ein Print-Comic. Das fühlt sich auch ganz anders an. Das Leseerlebnis ist auch ganz anders. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber man kann sich dran gewöhnen. Und das andere ist die Lesegeräte, die es heute gibt, die werden immer haptischer. Die versuchen immer mehr das Gefühl des Printproduktes den Leser näher zu bringen, dass man wirklich am Ende eines Tages, ich denke, die Zukunft wird so aussehen, dass man wirklich irgendwie ein Tablet hat, das sich so anfühlt wie ein Buch oder wie ein Prospekt und dass man dann einfach seine Comics und Bücher oder was ich lesen kann, dass man wirklich digitales Papier hat, richtiges digitales Papier, so wie bei Harry Potter, viele kennen das, das ist die Zukunft und ich denke wirklich, da geht es hin. Da arbeiten auch viele große Unternehmen dran, sowas so umzusetzen, zu realisieren. Und es wird schneller passieren, als man denkt. Und allgemein bei den Künstlern sieht es auch so aus, dass viele auch Comics heutzutage auch ganz anders erzählen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, denn es gibt viele Online-Plattformen wie Tapas und Patreon und so weiter, wo die Comiczeichner die Comics schon so optimiert haben, dass sie eigentlich geeignet sind, sie auf dem Handy zu lesen. Also das sind wirklich Ein-Panel-Comics, die man nur runterscrollen muss und so weiter. Da ändert sich auch viel in dieser Erzählweise und auch eine neue Leserschaft entwickelt sich. Also Leser, die wirklich sich dran gewöhnen, nur Ein-Panel-Comics zu lesen. Da passiert im Moment sehr viel und das lassen auch viele Verlage natürlich außer Acht, denn die sind natürlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie müssen natürlich Comics lizenzieren, übersetzen, verhandeln, sich um Künstler kümmern und diese Online-Geschichten, die sind schon sehr kompliziert und da muss man sich richtig gut auskennen. Man muss sich mit dem Internet auskennen. Das Internet ist eigentlich so wie eine eigene Religion mit eigenen Naturgesetzen und so weiter. Und ich habe noch keinen
keinen erlebt in irgendeinem Comic-Verlag, dass sich da wirklich hundertprozentig gut auskennt oder darin schon Erfolge vorweisen kann. Aber da tut sich was. Da tut sich was. Und es wird immer besser. Ich sehe immer, dass viele Verlage jetzt ihre Online-Shops aufpushen, optimieren. Aber marketingmäßig tut sich sehr wenig. Oder man versucht mit typischen Aktionen, Gewinnspielen, man versucht die Leser auf die eigenen Plattformen zu locken, indem man Gewinnspiele macht und so weiter. Dass man so versucht, Käufer zu gewinnen, das ist eigentlich fast unmöglich, weil man bekommt natürlich seine 100 oder 1000 Leute zusammen, die sich vielleicht dann für ein Produkt interessieren und davon kaufen 10% das Produkt. Aber man bleibt in seiner Blase, also man bleibt auf seiner Plattform, man versucht mit kleinen Mitteln Großes zu erreichen. Aber da sehe ich immer, dass die meisten Verlage immer in die falschen Ecken investieren. Aber zurück zum Coronavirus. Coronavirus, was kann man da jetzt machen? Ja, das Internet, das müssen jetzt die Verlage für sich nutzen. Also man muss jetzt wirklich im Internet Comics verkaufen und man muss nicht hoffen, dass die Leser zu einem finden oder dass sie jetzt, oh, der Comic-Lang ist zu, ich krieg meinen Lieblingsmanga kriege ich nicht mehr. Dann gehe ich auf die Seite des Verlags und guck, was gerade los ist und kaufe dort ein. Das passiert in der Regel nicht. Weil die Kids, die Jugendlichen, die sind jetzt so abgelenkt von anderen Medien, Computerspiele, Coronavirus-Nachrichten im Fernsehen, Netflix und so weiter. Da in dieser Internetwelt dominieren ja auch diese anderen Plattformen. Amazon dominiert, Netflix dominiert, Twitch, Steam, Epic, diese Game-Plattform. Das dominiert das Internet. Und die Verlage, die sind wirklich ganz klein im Internet. Und das ist das große Problem. Da haben die in den letzten Jahren echt, echt Mist gebaut. Die haben sich überhaupt kein Netzwerk aufgebaut. Und das ist jetzt das Problem. Die können jetzt, die haben unglaublich viele Schwierigkeiten, Comics zu verkaufen. Und auch E-Comics. E-Comics, mit E-Comics machen die gerade auch so minimalen Umsatz. Davon kann man vielleicht die Flyer bezahlen, die man für die nächste Messe produziert hat. Aber da muss noch viel gemacht werden. Aber das Gute ist, weil da noch so wenig gemacht wurde, kann man jetzt auch viel machen und viel ausprobieren. Und hier gilt auch, wer zuerst damit anfängt, der ist im Vorteil. Also der erste Verlag, der jetzt sich sagt so, okay, jetzt schalte ich Werbung, jetzt mache ich dies im Internet, jetzt versuche ich mal meine Comics bei Netflix irgendwie runterzubringen. Egal was da draußen gerade passiert, der erste Verlag, der so anfängt zu denken und zu arbeiten, der wird einen Vorteil haben und die anderen werden immer hinterher hinken. Und ich hoffe, dass da draußen irgendein Verleger auch so denkt und jetzt wirklich richtig aktiv ist und wirklich versucht, seine ganzen Kontakte, die er hat, wirklich jetzt zu nutzen, auch zu gucken, wo kann man noch Comics verkaufen, nehmen wir mal, ich bin Verleger, ich kann jetzt keine Comics mehr verkaufen, weil die ganzen Buchhandlungen zu sind, was kann ich jetzt machen? Ich will Comics verkaufen, also ich muss Comics verkaufen, das ist ja die große Sache, ich will nicht Comics verkaufen, ich muss Comics verkaufen. Wo kann ich jetzt noch Comics verkaufen? Welche Geschäfte sind noch offen? Supermärkte sind noch offen, Kioske sind noch offen, Lieferdienste sind noch offen, Taxifahrer fahren noch, Märkte sind noch offen. Wenn man vielleicht in der Vergangenheit gute Kontakte gemacht hätte oder man hätte versucht, mit Leuten aus den Supermarktketten und so weiter irgendwie in Gespräch zu kommen. Ich weiß, viele Verleger haben es versucht und haben es auch ausprobiert, in ihre Comics in Supermärkten unterzubringen und so weiter. Ich weiß, es ist eine heikle Sache, aber das ist auch so ein Ding. Jetzt weiß man, jetzt durch diese Krise weiß man, welche Geschäfte
immer offen sein werden. Apotheken, Kioske, Supermärkte und Bäckereien. Und das sind so Geschäfte, wo man sich auch sagen kann, kann ich da irgendwann mal meine Comics unterbringen? Was muss ich tun, damit diese Geschäfte meine Comics oder meine Mangas da auch verkaufen? Jetzt werden natürlich alle blockieren, alle Supermärkte, Apotheken, die werden sagen, wenn jetzt immer jemand ankommen würde und sagen, hey, wollt ihr meine Comics und so weiter verkaufen, habt ihr noch einen Platz? Dann würden die den hier den Vogel zeigen und sagen, ja klar, aber man hätte in der Vergangenheit noch so viel machen können. Und ich hoffe für die Zukunft, dass man sich auch so denkt, so okay, wenn das nochmal eines Tages nochmal passieren würde, könnte, wo müssen wir uns positionieren? Wo haben wir eine alternative Möglichkeit, unsere Comics zu verkaufen? Und ich sehe in Supermärkten, in Kiosken, das Kioskgeschäft ist aber auch so ein anderes Ding, das ist auch eine ganz komplizierte Sache. Es ist nämlich kein Buchhandel. Aber man muss gucken, welche Geschäfte, mit welchen Geschäften man zusammenarbeiten könnte. Und jetzt muss man auch kreativ sein. In diesen Zeiten, wo man keine Comics verkaufen kann, muss man kreativ sein und wirklich neue Vertriebswege finden. Das ist nämlich das andere Ding. Neue Vertriebswege finden. Wer kann die Comics ausliefern? Vielleicht Lieferando? Der Taxifahrer? Uber? Es gibt jetzt auch viele andere Unternehmen, die sehr schnell kreativ geworden sind, umgeschaltet haben. Taxifahrer, die haben direkt aus der Not, haben die direkt geschaltet, haben gesagt, okay, wir können keine Leute mehr transportieren, was machen wir, was transportieren wir jetzt? Wir transportieren Lebensmittel. Und das machen die jetzt. Und genau so muss man denken als Unternehmer, als Verleger, so, boah, ich habe jetzt ein Problem und ich muss direkt eine Lösung finden oder was Neues produzieren, was Neues verkaufen. Und oder die Leute oder irgendetwas machen, was die Produkte, die ich jetzt online stelle, für Aufmerksamkeit sorgen und dann auch kaufen. Vielleicht kann ich ja Gesichtsmasken irgendwie produzieren. Wir stellen uns alle dahin und nähen Gesichtsmasken und verkaufen die mit Comics zusammen oder mit Mangas zusammen. Wenn du die ganze Reihe hier von Naruto kaufst, kriegst du 5 Gesichtsmasken noch dazu geschenkt. Und wenn man sieht, wie die Nachfrage nach Mundschutz und Masken ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass man dafür auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Man muss sich selber, ich denke mal, so in selben Verlag muss man sich jetzt auch selbst motivieren. Man muss sich sagen so, hey, wir schaffen das. Wir kriegen das hin und machen mir eine Challenge draus. Komm, unser Ziel ist es wirklich, 10.000 Online-Mangas zu verkaufen oder 10.000 Mangas oder Comics an den Mann zu bringen in dieser Krise. So sich dieses Ziel zu setzen und dann sich so hinzusetzen und sagen, wie können wir das schaffen? Und wenn man so ein Ziel hat, wird man automatisch kreativ. Und vielleicht tauchen da echt dumme Ideen auf, aber vielleicht ist eine von diesen 10 dummen Ideen wirklich die geniale Idee. Vielleicht stellen die irgendwann mal Comic- und Manga-Automaten irgendwo hin, damit, wenn die Leute vorbeigehen, sich die Sachen runterziehen können oder so. Warum nicht? Man muss jetzt wirklich alles in Betracht ziehen und gucken, was für so einen Verlag möglich ist oder was für einen so möglich ist mit dem Geld, was man noch hat, mit der Manneskraft, die man noch hat, weil ich denke, wenn so eine Krise weiter verläuft, also wenn jetzt alles noch weiterhin so zu ist, dann wird man anfangen, Kosten zu senken, zu sparen. Und das bedeutet, manche Leute werden vielleicht entlassen, bestimmte Dinge werden gekürzt, man verzichtet dann vielleicht doch auf die Werbung und hier und da, man stirbt langsam dann. Deswegen muss man sich jetzt echt überlegen, ob man jetzt nicht wirklich richtig nach vorne prescht, meine ich, und wirklich investiert, sich einen Plan macht, wo man wirklich Werbung schaltet, Aktionen startet, neue Kunden findet, neue Partner findet, mit denen man wirklich was zusammen machen kann in so einer Stadt. Und gucken, was möglich ist. Jeder Verlag hat so seine Kontakte.
Und das ist auch so ein anderes Ding. Da merkt man auch, wie wichtig Kontakte sind da draußen. Das geht auch nicht für Verleger, Zeichner und andere Menschen. Kontakte sind in dieser Welt so wichtig. Deswegen macht euch Freunde, pflegt eure Kontakte. Also wenn ihr merkt so, oh, hier, ich habe lange nichts mehr von dieser Person gehört oder was macht er gerade, hey, meldet euch. Guckt, wo die Gemeinsamkeiten sind oder stecken, was man vielleicht in Zukunft machen kann. Kontakte sind so wichtig. Vitamin B ist unglaublich wichtig. Und da sehe ich auch, dass oft viel vernachlässigt wird, dass man sich so ausruht. Man hat so seine Kontakte gefunden, mit denen alles so schön klappt, wunderbar funktioniert. Alles ist dann in so einer Routine. Und dann sagt man sich, ja, das ist gut. Und man hört auf, hungrig zu sein. Man hört auf, neugierig zu sein. Man hört auf die Jagd zu gehen. Und die Kontakte werden kleiner, werden weniger. Und irgendwann sind auch diese Kontakte total out oder die verschwinden, aus welchen Gründen auch immer. Und dann steht man dumm da und alleine da. Und das darf nicht passieren. Deswegen, die Kontaktpflege ist super wichtig für alle da draußen, Redakteure, Comiczeichner und so weiter. Wenn ihr nicht jeden Monat 20 bis 50 neue Kontakte habt, dann seid ihr schlecht in eurer Arbeit. Richtig. Gut. Und das andere jetzt, was super wichtig ist, worüber man sich auch Gedanken machen muss und worüber sich alle Gedanken machen müssen, nämlich Tag X. Tag X bedeutet, die Geschäfte gehen auf, man kann wieder verkaufen. Und wer jetzt keinen Plan hat für diesen Tag X, der ist auch geliefert. Man muss direkt an diesem Tag, wenn die Regierung sagt, ihr dürft morgen verkaufen, man muss direkt da sein und eine Aktion haben. Man muss direkt schon mit einer Buchhandlung oder mit irgendjemand schon einen Plan haben, dass an diesem Tag, dass man wirklich seine 5000 Fans oder Kunden irgendwie erreicht und man sagt, okay, die nächsten 3 Tage sind die Geschäfte geöffnet und in diesen 3 Tagen machen wir eine Con. Da gehen wir jetzt alle hin, stellen, sogar wenn es nur ein Tisch ist und so weiter. Die Leute sind jetzt so hungrig nach Cons. Die haben so einen Koller, die Leute. Die sind so, haben Entzug. Die würden einfach auch kommen, wenn da nur ein Tisch mit einer roten Decke wäre und da die Mangas draufstehen. Und das müssen jetzt auch alle Verleger, Redakteure und so weiter sich auch gut überlegen, was an diesem Tag X passiert und was man da machen wird. Denn was ich glaube, was passieren wird, es wird diesen Tag X geben. Und dann wird man sehen, ob das mit dem Coronavirus sich stabilisiert oder schlimmer wird. Und wenn es schlimmer wird, wird es wieder gestoppt. Und dann steht man wieder dumm da. Und deswegen, dieser Tag X ist vielleicht so ein Zeitfenster von vielleicht nur einer Woche oder ein paar Tagen, wo man verkaufen kann, wo man mit den Leuten in Kontakt treten kann, wo man wirklich wieder körperlichen Kontakt zum Kunden haben kann. Und in diesem Zeitfenster muss man alles tun, um Ware zu verkaufen. Auch die ganzen Comic-Kleiner da draußen, ihr müsst euch wirklich auf diesen Tag vorbereiten. Ihr müsst eure Kunden, eure Leser, eure Käufer, die regelmäßig in den Läden kommen und so weiter, ihr müsst die up-to-date halten. Ihr müsst die Kundenpflege ist auch super wichtig. Ihr müsst ständig mit denen in Kontakt sein. Die dürfen nicht mal einen Tag sollte man sie in Ruhe lassen. Sogar wenn es nur ein Hi, Willkommen oder so. Das ist super wichtig. Denn jetzt im Internet, die anderen Unternehmen und so weiter, die versuchen sich all diese Kunden zu schnappen. Und wenn ihr achtsam seid dann und ein bisschen im Internet surft und guckt, was andere Unternehmen machen gerade, um Kunden an sich zu binden, dann merkt man, wie krass das gerade abläuft. Hier noch eine Sache. Hier Comics-Tipp fragt oder sagt,
Dumme Idee, es werden von Verlagen ja Comics vernichtet, die in einem gewissen Zeitraum nicht verkauft wurden. Diese kostenlos mit anderen Artikeln verschenken. Ja, das ist keine dumme Idee, das wäre eine super Aktion, aber die dürfen das nicht. Also die haben bestimmte Verträge und so weiter, wo man wo die das nicht dürfen. Also ich hatte jetzt auch letztens mit einem großen Verlag hatte ich auch einen Comic am Laufen und wir haben die Zusammenarbeit beendet und die Rechte gingen an mich und die ganzen restlichen Comics, die noch von diesen, die es da noch gibt, die mussten vernichtet werden. Aber so ist das Ding. Also die dürfen nicht weiterverkaufen, verkauft werden und die kleinen Verlage, die dann selber produzieren oder Zeichner, die selber produzieren, die könnten solche Aktionen starten, dass sie wirklich ihre Ware, die sie nicht verkaufen können oder die so im Lager rumsitzt, dass man die versucht als kostenlose Gimmicks oder Extras beizulegen. Aber leider diese Ware, die normalerweise vernichtet wird, ist auch Ware, die auch keiner haben möchte. Also wenn da noch so ein Lagerbestand ist von Naruto Band 7, ich glaube, das wird niemand, sogar wenn man diesen Band verschenkt, wird es niemand dazu reizen, jetzt irgendwas zu kaufen, damit man auch noch das extra dazu bekommt. Man muss bei Extras muss man wirklich mit Dingen, die Leute verführen, mit Dingen, die ganz neu sind oder innovativ oder erfrischend sind, also wirklich so, wo man sagt so, boah, das muss ich haben, ja, das habe ich noch nicht oder das kenne ich noch nicht. Und nur damit funktioniert es. Aber mit anderen Sachen, die eigentlich so Ladenhüter sind oder die keiner haben möchte, das funktioniert sehr schlecht. Ja, zurück zum Tag X, denn dieser Tag X ist wirklich mega wichtig für alle Verlage da draußen, denn das ist vielleicht wirklich das Zeitfenster, wo man verkaufen kann. Und da müsst ihr jetzt schon mit Buchhändlern, mit Zeichnern Pläne schmieden, was ihr an diesem Tag macht, um mehr Comics zu verkaufen. Und ja, ich hoffe da draußen, die Leute sind jetzt wirklich am Pläne schmieden und gucken, was ihr machen könnt und so weiter. Denn das muss jetzt passieren. Es müssen jetzt Ideen entstehen, die einen helfen, im Internet stark zu werden, die helfen wirklich Comics auch draußen in den Geschäften, die es noch gibt, irgendwie unterzubringen, sogar wenn man vielleicht eine Pizza bei Lieferando mit einem Comic verkauft oder so. Vielleicht gibt es wirklich irgendeinen Pizza-Lieferant oder so, der wirklich so verrückt ist, dass er noch die Pizzas mit einem Manga verkauft. Vielleicht Pizza-Manga, weißt du, das Spezialangebot, Pizza-Manga, 10 Euro und dann kriegt man noch ein Comicband und ein Manga-Band noch dazu oder so. Da muss man jetzt wirklich kreativ sein und ausprobieren. Es kann sein, dass von 20 Ideen wirklich 20 Ideen dumm sind und nicht funktionieren, aber man gibt nicht auf, dann macht man wieder 20 Ideen, egal wie verrückt die sind. Und dann guck mal, irgendwann wird eine Idee von diesen Ideen funktionieren und dann, bang, ist man da durch. Und für die Buchhändler da draußen, ne? Die Sache ist so, es gibt Geschäfte da draußen, die offen sind, zum Beispiel Kiosk und so weiter. Dann, wenn ich ein Buchhändler wäre, würde ich jetzt alles tun, um meine Buchhandlung in einen Kiosk zu verwandeln. Ich weiß, es ist unmöglich, aber ich würde dann sagen so, okay, ich nehme neues Gewerbe an und hier und da und bin plötzlich ein Kiosk und habe nebenbei noch meine Comics am Laufen. Das ist so wirklich, wenn das Ding jetzt hier wirklich monatelang geht, dann würde ich echt wirklich so denken, so, okay, was kann ich machen als Buchhändler, Comichändler, so, ich verwandle mein Buchladen einfach in irgendein Geschäft, was geöffnet sein kann. Und ich weiß, es ist schwierig, es ist eigentlich unmöglich, aber es sind so die Lösungen, die man irgendwie finden muss, um wieder verkaufen zu können, damit die Leute wieder zu einem kommen. Und für die arbeitenden Verlagen, ich merke auch viele, es gibt dieses, man darf sich ja nicht treffen zusammen, man darf nicht zusammen
schwer, an schweren Paketen arbeiten. Man muss immer 1 Meter, 2 Meter Abstand halten. Aber viel von dieser Verlagsarbeit funktioniert nur, wenn man im Team zusammen ist. Und da muss man sich auch überlegen, so, was können wir machen, damit wir uns treffen können, zusammenarbeiten können, zusammen in einem Raum, aber ohne, dass wir uns infizieren, ohne, dass wir irgendwelche Gesetze brechen und Regeln brechen und so weiter. Ich meine, so wenn man sich im Verlag so kleine Glashäuser bauen müsste, ne, dann ist jeder in sein kleines Glashaus, jeder pinkelt in so einen kleinen Eimer rein, aber man muss solche Ideen finden, und man muss auch viel aufopfern, um wirklich Krisen zu überleben. Das ist eine Krise, also das ist jetzt kein Urlaub oder jetzt ein kleines Problem, was sich vielleicht nach einer Zeit regeln wird. In manchen Ländern sagen auch die Bürgermeister und die Politiker, wir sind im Krieg. Es ist wirklich ein Krieg. Und in diesem Krieg muss jeder sich auch opfern, um wirklich zu überleben. Und ich bin mir sicher, viele Angestellte und so weiter, die haben keinen Bock. Die haben ja nicht angefangen zu arbeiten, um sich wirklich zu Tode zu arbeiten. Die wollten einfach nur ihr Geld haben und Ruhe haben, Sicherheit haben. Aber jetzt ist nichts sicher. Jetzt müssen die wirklich malochen. Jetzt müssen die wirklich mit Schweiß, Blut an ihren Sachen festhalten und dran arbeiten. Und es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber man muss stark bleiben. Man muss jetzt echt gucken, kreativ sein, was man machen kann. Und sich auch für andere einsetzen. Ich meine, jetzt muss man auch zusammenhalten. Ne? Ich merke es auch. Ich gucke mir die Verlagswelt an. Jeder macht sein eigenes Ding im Moment. Jeder macht sein eigenes Ding. Intern natürlich, ein paar Verleger rufen sich an und fragen sich, hey, was macht ihr gerade hier und so? Oh ja, wie schrecklich hier und da. Ja, okay. Aber trotzdem, jeder macht sein Ding. Anstatt sich wirklich zusammenzutun, eine eigene gemeinsame Online-Plattform zu erschaffen, eine Community, würde vieles leichter machen. Auch ich glaube, das würde auch für Aufmerksamkeit erzeugen, auch in der Presse. Guck mal, wenn jetzt sich alle Verlage zusammentun würden, Egmont, Carlsen, Tokyo Pop, Atraverse und so weiter, oder wie die alle heißen, Crosscult, Manga Cult, Schreiber und Leser, Splitter und so weiter, Jaja Verlag, die Großen, die Kleinen, wenn die sich zusammentun würden jetzt auf einer Plattform und jeder Verlag würde etwas investieren, nicht nur Geld für Werbung, sondern auch die Künstler, die Verlagskünstler könnten ja Coronavirus-Comics machen, Coronavirus-Ausmalbilder oder Schulmaterial herstellen, wo wirklich die Leute dann die anderen Leute, also die Kunden, die Leser oder die Leute, die nichts mit Comics zu tun haben, dass sie wirklich dann diese Plattform, diese Gemeinschaftsplattform, dass sie alle dahin gehen und Dinge finden, die sie brauchen gerade im Moment und gleichzeitig später auch konsumieren können. Also im Moment ist es wirklich so, man muss mehr geben als nehmen. Also wenn ich einen Comicverlag hätte, würde ich versuchen, wirklich kleine Comics zu produzieren, die helfen den Leuten, mit dieser Lage umzugehen. Die helfen den Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen irgendwie helfen zu lernen, wie man sich benehmen muss, wie man sich die Hände wäscht, was das wirklich bedeutet. All diese Sachen, die auch andere jetzt in diesem Moment brauchen, oder Aufgabenblätter verschönern mit Comics, Mathematikaufgaben mit bestimmten Figuren und solche Sachen, Schülerhilfe anbieten und solche Sachen. All diese Dinge, wo die gerade nötig sind und die auch im Internet gesucht werden, die würde ich als Verlag anbieten und eine neue Kundenbeziehung aufbauen. In so einer Krise kann man sehr gut Kundenbeziehungen aufbauen. Und wenn man eine Beziehung in einer Krise mit jemandem aufbaut, dann hält diese Beziehung auch sehr lange. Denn
das ist auch so eine Zeitsache. Wer jetzt nicht schnell agiert, nicht schnell handelt und nicht schnell aufs irgendwie etwas tut, um zu überleben, der fliegt raus in den nächsten Monaten. Denn ich glaube nicht, dass es so Ende April zu Ende ist. Ich bin mir sicher, das geht bestimmt noch einen Monat weiter oder noch länger. Oder es wird immer so Pausen geben, so Breaks. Also, dass man wirklich so 19. April, dann testet man das wirklich, dann machen wir einmal eine Woche die Geschäfte auf und dann guckt man, wie das mit den Infizierten ist, mit den Toten ist. Und wenn das schlimmer ist, dann wird das direkt wieder gestoppt. Und ich denke, das wird so immer so einmal auf, einmal zu, einmal auf, einmal zu. Und man muss sich darauf vorbereiten, auf so ein Leben. Denn ich denke auch, Coronavirus, das ist jetzt nur ein Virus, der jetzt aufgetaucht ist. Und aber in Zukunft werden wieder andere Viren auftauchen oder andere Probleme. Man sagt doch immer, irgendwann wird ein Komet auf die Erde zurasen, alles zerstören oder sonst was. Oder Katastrophen werden passieren und darauf muss man sich auch vorbereiten. Was passiert? Ich meine, das klingt nach Science Fiction, aber jedes Unternehmen muss sich wirklich Gedanken machen, wie man in Krisensituationen, wie man damit umgeht. Die Angst ist das größte Problem auch bei vielen Leuten. Ich meine, hier schreibt jemand Alcazar, schön wäre das hier, aber ich denke, aus lauter Angst dreht sich bei den meisten ihre Gedanken um sich selbst. Ja, das ist das Problem. Die Angst, die hindert ja jeden. Man kennt das ja auch Star Wars. Die Angst ist das, was am Ende dich zur dunklen Seite der Macht bringt. Aber ich denke, es sind auch viele vernünftige Leute da draußen, auch in diesen Verlagshäusern gibt es sicher Leute, die Ahnung haben. Oder es gibt, man kann solche Leute, Krisenmanager, die kann man buchen, die kann man wirklich beauftragen, die gibt es. Das sind so Leute, die schon andere Krisen überlebt haben und die Verlage könnten sich mal zusammentun. Jeder gibt ein bisschen Geld, um sich so einen Krisenmanager zu besorgen, der wirklich sich so überlegt oder so sich damit auskennt und sagen kann, okay, ihr müsst jetzt so und so agieren, damit ihr überlebt. Aber vermutlich sind die guten Krisenmanager, die sind jetzt alle schon ausgebucht von den großen Unternehmen. Deswegen wird das schwierig sein. Da ist es wieder dieses Ding so, man muss schnell sein. Besonders in dieser schnelllebigen Welt muss man schnell sein, also besonders im Internet. Und ja, man muss sich wirklich dann jetzt auf die nächste Zeit vorbereiten. Ich bin zum Glück unabhängig und kann meine Comics von zu Hause machen und online verkaufen. Ich meine, gestern fand ich es sehr schön, dass oder sagen wir so, ich finde es gut, dass die Leute, viele Verlagsleute von dem Problem reden. Also keine macht auf wir schaffen das schon oder so, sondern die reden von krassen Problemen. Ich meine, es hat zwei Gründe, warum viele so öffentlich auch sagen, dass sie in der Krise stecken. Erstmal, es stimmt, also man ist wirklich in einer Krise, man hat Existenzängste und das andere ist, man erhofft sich natürlich Fördergelder von der Regierung und von anderen Institutionen, wenn man als Unternehmen in Gefahr gilt. Da muss man, das ist auch eine Spielerei, das muss man auch immer so mit zwei Augen betrachten, so immer hinter die Kulissen gucken, ist das, was die Person sagt, wirklich wahr oder ist das Unternehmen wirklich so gefährdet? Aber das Problem ist, die Buchhändler, die sind wirklich, wirklich gefährdet, deswegen, wenn ihr einen Comicladen in der Nähe habt, dann geht, versucht eine Bestellung zu machen, wenn ihr noch ein bisschen Geld habt. Und die Hiobsbotschaften, die werden sich vermehren. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Wochen sein wird, aber ich denke mal, wir kommen alle aus dieser Krise raus, wir werden was daraus lernen und viele werden neue alternative Wege finden und neue Möglichkeiten entdecken für sich als Verlag und als Künstler, neue Produkte oder neue Verkaufswege
zu finden, die man auch später in Zukunft nutzen kann. Ich denke, wer jetzt kreativ ist, jetzt in Krisen muss man ja beweisen, wer kreativ ist und wer es wirklich drauf hat. Und wer es wirklich drauf hat, der wird aus dieser Krise sogar als Gewinner hervorkommen. Und ich hoffe es, dass es ein paar Gewinner geben wird. Das ist für echt traurig, wenn alle Verlage und Zeichner wirklich so untergehen. Im Moment ist es so wirklich, Media Control macht ja diese Analysen und im Moment haben die ganzen Comic- und Manga-Verlage einen Verlust von 35-40% und von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wird es schlimmer. Ich glaube, wenn es noch einen Monat geht oder so, hat man sogar gesagt, dann haben die einen Verlust von 80-90%. Müsst ihr euch vorstellen, 80-90% Verlust, das kann wirklich ein Verlag oder ein Geschäft, ein Unternehmen wirklich das Genick brechen. Ich meine, die großen Verlage, die haben ja oft große Unternehmen im Rücken. Ich denke mal, da gibt es noch ein bisschen Geld und die können überleben, aber es sind auch immer die Kleinen, die es immer zuerst trifft. Und deswegen sage ich auch immer, anstatt dass ihr jetzt einen Naruto-Comic kauft, kauft lieber lieber einen Comic von so einem kleinen Verlag, der alles alleine stellen muss. Weil die haben zu leiden. Und ja, ich kann euch nur sagen, versucht anderen zu helfen. Also wenn ihr kein Geld habt, teilt die Sachen. Also wenn ihr Verlagssachen seht und so weiter, teilen ist nicht schwierig. Heutzutage muss man wirklich nur auf den Button drücken, teilen oder ein Herzchen geben oder liken. Und jedes Herzchen, jeder Like, jedes Teilen hilft den Unternehmen oder der anderen Person. Also umso mehr ihr liked, Herzchen vergebt und teilt, umso mehr könnt ihr helfen. Und das ist eine gute Sache. Also wenn ihr Sachen lest und so weiter, versucht zu teilen, versucht zu lesen, weil jeder Share, also jedes Herzchen, jedes Mal, wenn jemand etwas teilt, das hilft. Vielleicht findet sich dadurch ein neuer Kunde, ein neuer Kontakt, eine neue Möglichkeit, neue Verkaufswege zu finden. Ja, ich habe jetzt ein bisschen länger gemacht, als ich wollte. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde reden, aber das Thema ist so komplex. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen langweiliges Thema für viele Zeichner, weil es dreht sich jetzt hier wirklich nur um die Verlagswelt. Aber das ist auch das andere Ding. Die Zeichner, die davon träumen, beim Verlag unterzukommen. Ich denke mal, in den nächsten Monaten wird es ja sehr schwierig sein. Die ganzen Convention finden statt. Die Verlage haben kein Geld mehr, um vielleicht auch in neue Künstler zu investieren. Das ist auch das andere Ding. Also es ist wirklich diese Kettenreaktion, dieser Domino-Effekt, wo alles zusammenbrechen kann oder wo alles dann sehr schwierig sein wird. Deswegen gebe ich Zeichnern den Tipp, lieber auch jetzt in dieser Zeit sogar auf Selbstverlag auf sich wirklich im Selbstverlag etwas zu machen. Denn da habt ihr viel mehr Möglichkeiten und nutzt gerade die Aufmerksamkeit, die das Internet hat. Also im Moment sind so viele Leute im Internet unterwegs. Jugendliche, Erwachsene, alte Leute, alle, die wirklich früher draußen waren, die sind jetzt nämlich zu Hause im Internet oder gucken Fernsehen oder putzen oder langweilen sich oder haben Depressionen. Nutzt das für euch. Schaut, was da gerade passiert und wie ihr helfen könnt und wie ihr euch selber helfen könnt. Denn das ist auch die andere Sache. Ihr dürft euch auch nicht selber vergessen manchmal, ne? Ja, genau. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um Künstler zu unterstützen. Viele nutzen ja auch Patreon, Donations und so weiter. Ich meine, das Problem ist auch so, da taucht auch mehr dieser Domino-Effekt aus. Jetzt im Moment haben alle Leute Geld. Wie sieht es dann in den nächsten 2 Monaten aus? Hat jeder dann noch wirklich genug Geld, um sich noch ein paar Extras zu holen oder zu kaufen? Viele werden ihre Jobs verlieren. Viele haben schon ihre Jobs verloren. Die Arbeitsämter und so weiter, die sind überlastet. Die ganzen Gelder werden verzögert vergeben.
irgendwann sind die Soforthilfen auch alle. trotz der Tatsache, dass jetzt die Regierungen darüber überlegen, 1,2 Billionen Euro irgendwie zu investieren, um anderen zu helfen. Nicht jeder wird einen Kredit bekommen da draußen. Und viele Leute werden sich verschulden. Also man kann jetzt viele Dinge aussetzen, Miete, Steuer und so weiter. Aber die Sachen müssen alle nachgezahlt werden. Die müssen ja irgendwann bezahlt werden. Und das es ist gut, dass man bestimmte Dinge jetzt nicht zahlen muss. Aber das summiert sich ja. Ne? Wenn jetzt jemand die nächsten 2-3 Monate keine Miete zahlen muss, dann muss er aber irgendwann diese 3 Mieten bezahlen. Und das, die Regierung hat gesagt, diese Mieten zum Beispiel, die jetzt nicht bezahlt werden, die müssen spätestens Ende 2022 bezahlt werden. Also die ganzen Schulden, die man jetzt gerade macht oder wo man verzichtet, sich zu bezahlen, das summiert sich und muss aber Ende 2022 bezahlt werden. Ich wollte auch irgendwann mal so eine Auflistung machen, welche Möglichkeiten es da draußen gibt, für Künstler Geld zu verdienen. Viele wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Viele kennen nur Kickstarter, Patreon und das war's schon. Und ihre Online-Shops. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten. Ihr könnt mit Amazon-Produkte Geld verdienen, ihr könnt mit YouTube-Videos Geld verdienen, ihr könnt mit Grafiken Geld verdienen. Es gibt ja diese ganzen Stock-Grafik-Websites, wo wirklich Grafiken verkauft werden und die Grafiken werden teuer verkauft. Also wenn ihr rausbekommt, wie man nämlich zum Beispiel was für Grafiken gesucht werden regelmäßig, zum Beispiel Ende des Jahres zu Weihnachten werden natürlich Weihnachtsmänner, Tannenbäume und so weiter gesucht. Und wenn man wirklich so 20 Vektorgrafiken gemacht hat, so Tannenbäume und so weiter, und man setzt sie auf diese Website, was eigentlich kostenlos ist, und diesen riesen Reichweite haben, dann kann es auch sein, dass da wirklich zu Weihnachten 2000 Leute wirklich diese Grafiken bei euch einkaufen und sogar für teuer Geld. Also 2000 Leute, die wirklich für eine Grafik, die ihr online gemacht habt und da online gestellt habt, 10 Euro bezahlen. Dann habt ihr plötzlich 70% Gewinn. Also viele von diesen Plattformen geben euch 70% Gewinn ab. Also das wäre unglaublich viel Geld. Und solche Sachen kennen die ganzen Zeichner nicht. Viele Illustratoren leben auch davon, dass sie wirklich auf diesen Stock-Grafik-Websites ihre Grafiken regelmäßig online stellen. Jeden Monat 10, 20 Grafiken. Die haben schon so ein bisschen das Gefühl entwickelt, was die Leute immer so suchen und so weiter. Oder immer kaufen. Und das stellen sie regelmäßig ein. Und die Leute und die Unternehmen, die kaufen das ja wie verrückt. Die ganzen Zeitungen, die Werbeagenturen, die Fernsehsender, die Blogger, die Newsmagazine im Internet, die brauchen ja Grafiken, um ihre Sachen zu verschönern und hier und da und so weiter. Und deswegen werden Grafiken sehr oft gesucht. Und das ist nur eine Sache von vielen anderen Sachen, wo Zeichner Geld verdienen können, die auch wenig Zeichner nutzen oder auch kennen. Und darüber wollte ich eigentlich mal auch so ein schönes Video machen. Da wollte ich mich auch ein bisschen mehr vorbereiten. Gut, ich habe nämlich keine Stimme mehr. Ich habe jetzt noch ein bisschen Hunger. Und ich möchte noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und mit meiner Ehefrau ein bisschen kuscheln. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn gelabert. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären. Ein paar Tipps geben. Ich glaube an die Leute da draußen. Ich meine, es sind ja kreative Leute da draußen und ich hoffe, dass sie wirklich jetzt auch Unterstützung finden bei anderen Leuten, um wirklich was auf die Beine zu bekommen. Und ich drücke allen die Daumen da draußen, dass wir durch diese Krise durchkommen. Wenn ihr Fragen habt, einfach auf Facebook mir eine Frage stellen oder mir eine E-Mail schreiben, wie es für euch am besten ist. Gut. Dann sage ich mal Tschüss. Tschüss, liebe Freunde. Wir sehen uns. Ich habe Heuschnupfen, also keine Angst, ich habe kein Coronavirus. Und passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt weiterhin kreativ. Und wenn ihr wirklich die nächsten Wochen und Monate zu Hause bleiben müsst, zeichnet Comics. Ja. Ich will danach wirklich, geht nach Hause oder bleibt zu Hause, zeichnet Comics. In ein paar Wochen möchte ich sehen, was ihr gemacht habt. Okay? Okay. Tschüss. Ich bin raus.